Dritter Spieltag, keiner mit viel Brisanz. Der deutsche Meister patzt Frust bei Niko Kovac und seinen Spielern. Das fünfte Mal, dass sie eine Führung verspielen. Drei Tore haben sie kassiert. Ganz klar, so wird das nichts mit der Titelverteidigung. In Dortmund hat man das mit einem weinenden, einem lachenden Auge gesehen. Sie haben sich einen Punkt in Frankfurt erkämpft. Dank der großartigen Leistung und des Tores ihres Kapitäns Marco Reus. Aber am Ende fragen sie Dortmunder auch, haben wir vielleicht eine Riesenchance verpasst, um die Bayern 9 Punkte auf Distanz zu halten. Und sauer war man gestern Abend auf Schalke, vor allen Dingen der Trainer. Über die spielentscheidende Szene, es geht um die rote Karte des Schalker Torhüters. Hier sehen wir es, die steht außer Frage, aber was ist da so passiert, das müssen wir alles klären. 0:2 hat Schalke verloren, sie versinken im Mittelmaß. Und der Gewinner des Spieltages heißt eindeutig Borussia Mönchengladbach. Er hat 98 Länderspiele gemacht, war für Bayern München unterwegs, für Bayer Leverkusen, für Chelsea, also kennt fast alles. Hier ist Michael Ballack. War gar nicht so einfach, heute Morgen hinzukommen, ne? Oder? Nee, das war eine große Tour. Ja. Starnberg ist nicht weit, aber bei dem Wetter war es schon tough. Ja. Ich habe gerade gesagt, Leverkusen hast du gespielt, bei Bayern natürlich auch. War es das schon für die Bayern gestern mit der Titelverteidigung? Ja gut, es war zumindest eine große Chance, näher zu kommen. Die nutzen sie normalerweise. Solche Chancen lassen sie nicht liegen. Aber wie gesagt, diese Saison läuft einiges anders. Ja. Und es sieht im Moment so aus, dass Dortmund eben sehr stabil ist. Auch beide schwere Auswärtsspiele, die sie jetzt hatten, haben sie bestanden. Und somit sind sie für mich ganz klarer Titelfavorit. Das besprechen wir gleich ganz in Ruhe mit unseren weiteren Gästen heute Morgen. Der ehemalige Vorstandsvorsitzende von Eintracht Frankfurt und des HSV ist da, Herbert Buchhagen. Aus der Chefredaktion der Sportbild, Jochen Köhn. Und unser Sport1-Experte, Stefan Effenberg. Und Sie sehen, deswegen habe ich Michael Ballack gerade gefragt. Unsere Erfrischung kommt natürlich auch schon, immer alkoholfrei. Es sind noch ein paar Stühle frei, aber wir sind guter Dinge, ne, dass gleich alle hier an Bord sind. Es schneit und alle Flieger gehen deswegen nicht pünktlich. So, aber Ruth ist auf jeden Fall da. Schönen guten Morgen, Ruth. Rechtzeitig angekommen. Schönen guten Morgen. Hallo. Ja, wenn die Dortmunder schon mal Punkte liegen lassen, dann wäre das doch die Möglichkeit für die Bayern gewesen, diesen Vorsprung etwas zu verkürzen, also selber zu punkten. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Der Vorsprung ist noch größer geworden, zwar nur um einen Punkt, aber diese 7 Zähler, die sind schon ganz schön ordentlich. Für Michael Ballack, haben wir gehört, sind die Dortmunder ohnehin Titelfavorit. Und jetzt sind ja auch noch die Gladbacher an den Bayern vorbeigezogen. Also müssen sie langsam wirklich nervös werden. Unsere Frage der Woche, 7 Punkte Rückstand auf die Spitze. Können die Bayern den Titel noch verteidigen? Rufen Sie wieder an unter der 01379 011 011, schreiben Sie uns via Facebook und Twitter und dann ist auch unser Live-Voting schon wieder online gestellt für Sie, sport1.de/mittendrin, also gerne beteiligen an unserer Sendung. Bitte schön, Thomas. Mhm. Dankeschön, Ruth. So, die Siegesserie der Bayern ist also gerissen und die lauten Kampfansagen in Richtung Dortmund erst einmal verstummt. War es ein Rückschlag oder war es vielleicht sogar mehr? Auf jeden Fall ist es 1:3 in Leverkusen oder es kommt zu einem ganz ungünstigen Zeitpunkt. Eine Woche zum Vergessen für die Bayern. Neuer verletzt, Führung verspielt, Spiel verloren, Rückstand vergrößert, Aufholjagd gestoppt. Wenn man verliert, dann hat man selten gute Argumente dagegen. Wir haben sicherlich auch Dinge falsch gemacht. Bayern leistet sich einen Ausrutscher, den sich ein Jäger nicht leisten darf. Nach 7 Siegen in Folge macht Bayern gegen Leverkusen wieder ähnliche Fehler wie im Krisenherbst 2018. Schlechte Chancenverwertung im Sturm, Konteranfälligkeit in der Defensive und individuelle Fehler. Der Ball geht ins Torwart-Eck. Das ist ja immer die alte Leier von den Experten, dass man da der Torwart den Ball haben muss. Von insgesamt 4 Leverkusener Schüssen auf Ulreich waren 3 drin.
Dazu kommen drei Auswechslungen in wenigen Minuten mitten in einer Bayern-Drangperiode, die den Spielfluss endgültig zerstören. Kovacs Wechsel ziehen dem Bayern-Spiel den Stecker. Vor dem Spiel erklärten Bayern-Spieler wie Joshua Kimmich, dass man sich keine Rückschläge im Titelkampf mehr erlauben dürfe. Nach dem Spiel muss man feststellen, so wird das mit der Aufholjagd nichts mehr. Oder Stefan, es wird immer schwieriger. So wollen wir auch erstmal formulieren. Ne? Ja, verdammt schwierig, logischerweise. Sie hatten gestern wirklich die Möglichkeit gehabt, die haben sie nicht genutzt. Dortmund spielt unentschieden in Frankfurt und gewinnt damit Punkte. Und von daher, glaube ich, so wie der Michael das auch gerade gesagt hat, ist jetzt Dortmund der Titelfavorit. Ist das schon eine Vorentscheidung, Jochen, oder ist es wieder viel zu früh? 14 Spiele haben wir noch? 14 Spiele haben wir noch. Trotzdem glaube ich auch, dass das gestern ein goldener Punkt für Borussia Dortmund gewesen ist. Ja. Jetzt rücken in den nächsten Wochen die Champions-League-Spiele immer mehr in den Fokus. Das heißt, Bayern fokussiert sich total auf Liverpool, haben da auch noch eine schwierigere Aufgabe als Borussia Dortmund mit Tottenham, meiner Meinung nach. Ich glaube nicht, dass es Bayern noch schaffen wird, das Ruder da noch mal rumzureißen. Ich denke schon, dass Borussia Dortmund in diesem Jahr die Meisterschaft gewinnen wird, weil sie auch einfach sehr gefestigt sind. Und man hat auch gestern gesehen, dass sie es sehr klug gemacht haben in Frankfurt. Zuletzt haben sie sich zurückgezogen, waren mit dem einen Punkt zufrieden, sind also nicht voll auf Sieg gegangen, sondern haben gesagt, Freunde, wir haben einen Punkt. Wir bleiben erstmal bei den Bayern. Herbert war ja gerade im Stadion, kannst du noch was dazu sagen. Was glaubst du denn? Ich bin da etwas vorsichtiger. Man muss einfach sehen, dass jetzt ein bisschen ein Rollentausch vonstatten geht. Jetzt kommt Borussia Dortmund in die Favoritenrolle. Und Bayern ist der Verfolger. Bislang hat man immer umgekehrt gedacht. Und wir dürfen nicht vergessen, vor 14 Tagen in Düsseldorf ist auch Dortmund aufgezeigt worden, dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Und das, dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Oh, so. 3 Euro. Oder? Naja. Es ist, falls Sie es nicht gesehen haben, er hat gerade mein Geld genommen. Wer, der Ostwestfaler an sich ist vorsichtig. Ja, du darfst das. Man darf das nicht vergessen. In Düsseldorf 2-1 zu verlieren als Titelfavorit, das ist schon eine Besonderheit. Und die Art und Weise, wie die Düsseldorfer das mit Funkeln, mit Sechserkette und wie sie den Dortmundern beigekommen sind, könnte ein Indiz sein für bei Auswärtsspielen, dass es für Borussia Dortmund zunehmend schwerer wird. Ja, was spricht denn noch für die Bayern? Ja, im Moment nicht viel. Man spekuliert vielleicht auf das direkte Duell noch, klar, muss man ja, ne? Oder? Ja, wobei, wie gesagt, wie es im Moment aussieht, bin ich auch der Meinung wie du, dass Dortmund doch sehr gefestigt wirkt, auch mit der Niederlage, die passieren kann. Aber sie hat noch zwei schwere Auswärtsspiele, da waren sie da in Leipzig und jetzt in Frankfurt. Und das zeigt eigentlich, dass sie gefestigt sind und dass sie auch mental mit der Situation umgehen können und eher Bayern München hier wie gestern zu sehen, da doch größere Probleme hat intern, auch den Reiz wieder, die Motivation zu entwickeln nach doch 5-6 Meisterschaften in Folge, immer wieder es zu schaffen, sich auf dieses Niveau zu bringen. Da ist die Mannschaft sicherlich intern in einem Umbruch. Leistungsträger werden kritisiert, die werden hinterfragt, teils aus Alter, teils aus Leistungsgründen. Das ist völlig normal, aber da passiert was bei den Bayern im Moment. Und deswegen, glaube ich, sind sie nicht absolut auf absolutem Top-Niveau. Das ist nicht weiter schlimm. Das ist gut für die Liga, aber für den Prozess in dem Bayern-Team ist es interessant. Und wie gesagt, da kommt die Champions League und da wird man dann eine richtige Standortbestimmung sehen, denke ich. Stefan, was hat denn gestern gefehlt, ganz besonders? Ich glaube, gestern hat man eindeutig gesehen, dass der FC Bayern Probleme hat, wenn eine Mannschaft kommt, die permanent anläuft, die es auch gut macht, gut anläuft und die im Umschaltspiel halt hohes Tempo hat. So wie die Leipziger oder wie Leverkusen gestern, dann haben sie Probleme in der Rückwärtsbewegung. Und das war, glaube ich, gestern offensichtlich. Das ist das größte Problem eigentlich bei Bayern München. Das hat Niko Kovac ja auch gesagt, dass sie dann eben diese Kompaktheit nicht mehr haben. Und wenn du die nicht hast im Zentrum des Spiels, dann gewinnst du auch gegen Bayern München Spiele. Aber normalerweise, wenn sie in Führung sind, Jochen? Ja, aber geht man ja, ist ja auch erstaunlich. War es in der Vergangenheit so, dass sie auf jeden Fall das Ding dann auch nach Hause bringen? Vergangenheit, abgehakt. So, jetzt haben sie halt Probleme. Ja. Süle, Hummels hinten, irgendwie läuft das nicht rund. Goretzka, Kimmich gestern lief auch nicht rund. Ja? Mhm. Man hat vorne gesehen, der Coman ist einmal durchgegangen, spielt dann selbst aufs Tor, anstatt den Lewandowski anzuspielen. Also irgendwie hakt es da zurzeit an vielen Stellen. Und von daher, hinzu kommt diese Kompaktheit, die halt gefehlt hat in der zweiten Halbzeit. Von daher denke ich auch, dass der Vorsprung von Dortmund sich eher vergrößern wird, als dass die Bayern noch mal näher rankommen. Mhm. Gehen wir mal ins Spiel rein.
Schau mal auf das Ausgleichstor für Bayer Leverkusen. Beli in letzter Zeit, Herbert ja auch viel kritisiert, ne? Ja, ich fand das eigentlich ganz spannend, eben was Ulreich gesagt hat. Er hat gesagt, jetzt kommen die Experten und sagen, es ist die Torwart-Ecke. Ja. Also sein Torwarttrainer wird mit Sicherheit auch sagen, du, das ist die Torwart-Ecke. Das ist ein Torwartfehler. Also er steht ja viel zu zentral, spekuliert jetzt einmal kurz auf die andere Ecke und dann kommt er halt nicht mehr hin. Ja, also der Torwarttrainer wird ihm das auch sagen. Und der Ball, Micha, der fällt ja hinten runter, ne? Der geht nicht ganz oben rein. Nee, also Stefan hat natürlich recht, das ist eigentlich ein Geschenk für einen Torwart. Aber er hat natürlich keine Praxis, Spielpraxis. Ja. Er hat Manuel hervorragend ersetzt, letzte Saison. Hat das wirklich überragend gemacht, aber dieses Jahr überhaupt noch keine Praxis und kommt dann in so ein Spiel rein und macht einen Stellungsfehler und kommt deswegen nicht mehr hin. War gut geschossen, aber ist natürlich die Torwart-Ecke klar. Okay, da stand es 1-1. Gucken wir auf das 2-1. Und das ist dann, was ihr angesprochen habt. Also es ist ein Abschlag von Radetzky, Stefan. Und dann ist eben die Defensivarbeit. Genau, da machen sie dann halt unbefriedigend, sag ich mal. Ne? Genau, also Hummels geht für mich raus, was er nicht machen darf. Ja, er muss das Spiel verzögern, in die Rückwärtsbewegung eher rein. Jetzt sieht man das gleich. Also hier ist der Zweikampf. Kimmich geht auch nicht richtig. Jetzt achten wir mal ein Stück weit auf Hummels. Den haben wir hier eingekreist. Ja, jetzt geht er in die Vorwärtsbewegung. Das darf er nicht. Er muss das verzögern. Und Süle macht den nächsten Fehler, dass er eben rausgeht. Und dann steht er blank in der Mitte. Es sind relativ einfache Tore, die Bayern kriegen. Aber wenn sie sich natürlich auflösen und nicht die richtigen Laufwege dann haben, dann passiert genau das, was Leverkusen, dann muss man auch sagen, sehr, sehr gut gemacht hat. Aber auch Alaba hat die Chance, mit einem größeren Sprint oder mit größerer Geschwindigkeit den Querpass noch abzufangen. Alaba unterschätzt die Situation auch in dem Augenblick. Die begleiten nur. Ja, begleiten. Genau. Ja, wir zeigen es nochmal. Ihr könnt mal Michael das ist richtig. Auch Hummels, bitte? Man sieht, das mag ich ja an Hummels. Er ist aber immer bereit zum Risiko. Aber jetzt geht er raus, ne? Aber in der Situation muss er einfach mit seiner Erfahrung wissen, er muss wegbleiben, er muss verzögern, weil sie sind hinten dran. Der Ball wurde sehr gut angenommen im Mittelfeld, also untypisch. Sie waren vorne dran nach dem Unentschieden. Sie wollten stören, sie wollten vor den Mann kommen. Aber nochmal, Hummels muss das selber entscheiden. Das ist ein erfahrener Mann. Wann kann ich vor, wann muss ich wegbleiben? Und hier macht er ganz klar, löst er die Abwehrreihe auf, indem er den Schritt nach vorne macht. Süle ist gezwungen, dann nach außen zu gehen, vielleicht auch einen Tick zu. Muss er raus? Was meinst du? Ja, das muss er selber entscheiden. Das ist eine individuelle Entscheidung. Schwer, wenn er hingeht, muss er einen Ball haben. In dem Fall hat er ein bisschen Pech, er kriegt ihn durch die Beine. Aber wenn er den Schritt macht, normalerweise muss er ihn haben. Nochmal, Hummels macht den ersten Schritt und dann ist ein paar kleine Folgefehler. Es war natürlich auch sehr gut gespielt mit einem Kontakt und passiert. Ne? Aber erstaunlich ist halt, dass die Bayern sich so ausspielen lassen, obwohl es die ganze Woche über angesprochen worden ist, das Thema. Ja, der Kovac hat es ja die ganze Woche erzählt und erwähnt und hat Geheimtraining gemacht. Und die laufen uns an und da müssen wir uns drauf einstellen. Und trotzdem passiert es dann in der zweiten Halbzeit. Also das finde ich dann schon überraschend. Das ist nicht mehr so der FC Bayern, wie man ihn halt kennt. Ja? Die haben 1-0, führen 1-0 und dann schaukeln sie das Ding nach Hause. Und das ist halt nicht mehr der Fall. Ja, das ist eine Konzentrationssache. Hier lag kein Pressing vor, gar nichts. Wie gesagt, sie waren in Überzahl, sie standen geordnet. Das war einmal gesagt, Torwartabschlag, da bist du ja, solltest du geordnet sein. Ja, du verlierst einen Zweikampf, also war sehr gut angenommen im Mittelfeld, da ist noch gar nichts passiert. Und deswegen wundert es mich eben, dass Hummels die falsche Entscheidung dort trifft, was er normalerweise meistens richtig macht. Hier hat es nicht geklappt. Auch der Trainer war nach dem Spiel ein bisschen enttäuscht und hat die mangelnde Kompaktheit angesprochen. Das, was ich bemängeln muss und auch morgen ansprechen werde, ist ganz klar der Punkt Kompaktheit. Denn du kannst dir es nicht erlauben, 3 Gegentreffer zu kassieren, um dann noch den Anspruch zu haben, in Leverkusen zu gewinnen. Also es ist egal, wo man 3 kassiert, ob in Leverkusen oder in einem anderen Stadion. Das wird schwierig in der Bundesliga. Das schaffen sie selbst im Training nicht, wenn sie 3 kassieren, dass sie 4-3 gewinnen. Das ist relativ selten und da müssen wir dran arbeiten. Das spreche ich immer wieder an, weil nach vorne hat die Mannschaft sehr große Qualitäten, aber wir müssen nach hinten den Laden zumachen, denn jeder weiß, dass die Meisterschaften bekanntlicherweise hinten entschieden werden. Also klare Kritik an der Defensivleistung oder an der eine richtige Analyse und Man merkt ja auch, dass Nico nicht mehr bereit ist, alles zu entschuldigen, sondern er legt das ganz klar auf den Tisch. Eine knallharte Analyse und ist auch eine Kritik an seiner Mannschaft und seinen Spielern. Und ich halte das auch für angebracht. Stefan, ist es wieder das, was wir schon mal angesprochen haben, dass
sind ja nicht immer nur die Innenverteidiger schuld, ne? Sondern davor, dieser Sechser fehlt, den sie mal hatten, vielleicht mit Vidal, so ein Typen. Ja, du hast ja gerade gesagt, Kritik an der Defensive. Also das Mittelfeld gehört ja auch dazu, ne? Das muss man auch mal sagen. Und wenn sie eben nicht im Tempo schnell genug zurückkommen, dann haben sie Probleme. Vor allen Dingen die Innenverteidiger, logischerweise. Die zwei Sechser gestern haben es nicht gut gemacht, das muss man ganz klar sagen. Ja, die sind hauptverantwortlich für die Kompaktheit. Du hast genau in derselben Position ja auch gespielt. Ja. Also da gibst du auch schon die Sicherheit. Und deswegen hat mich das so ein bisschen verwundert, warum Martinez nicht die Möglichkeit bekommt, vielleicht mal von Anfang an zu spielen. Weil aufgrund seiner Robustheit, seiner Qualität, die er hat, ohne Frage, wäre das mit Sicherheit mal eine Alternative jetzt in den nächsten Spielen, die so wichtig sind für die Bayern, weil das sind die Wochen der Wahrheit, ja. Also DFB-Pokal hast du hast Liverpool, die kommen. Da brauchst du diese Robustheit, diese Kompaktheit. Wenn du die nicht hast, kriegst du nicht so wie gegen Leverkusen 3 Stück, sondern gegen Liverpool kann das dann auch ganz anders aussehen. Mhm. Das Spiel Wochen der Wahrheit musst du leider zahlen. Das Spiel gestern war ja ein guter Beleg dafür, warum die Bayern 2 Innenverteidiger suchen und einen Sechser. Also das... Man hat ja einen Sechser mit Martinez eigentlich. Ne? Genau, das ist hat Stefan. Man hat ja auch Thiago, der ja jetzt aber wieder gespielt hat. Kurzfristig verletzt. Ne? Ja, aber es sind ja. Ich denke auch, es sind eigentlich genügend Spieler da, die diese Position ausfüllen können und schon ausgefüllt haben und auch sehr gut ausfüllen. Nur die Rollenverteilung, das ist das Entscheidende. Goretzka hat jetzt mehr gespielt, ist auch ein Spieler, der beides spielen kann. Und das ist immer die Gefahr, wenn ich mit einem Sechserspiel und 2 Achtern oder eben umgedreht. Wie verschiebt sich das Kräfteverhältnis im Mittelfeld? Und wer setzt sich durch in den Zweikämpfen? Und wir sehen, Kimmich ist auch ein Spieler, der es mag, offensiv zu sein, offensive Entscheidungen zu treffen, also immer vom Vorfuß ist. Aber das war in der Situation eben der Fehler. Er kam zu spät, verliert den Zweikampf und dann rennen alle hinterher. Und das, denke ich, hat der Trainer auch angesprochen, Niko Kovac, dass diese Stabilität, und da wird er auch ein Hauptaugenmerk drauflegen, in diesem Zentrum, was Dortmund im Moment sehr gut macht. Mhm. Da sind zwar absolute Chefs auf dem Platz, die sind auch unantastbar. Und das ist so vielleicht auch der kleine Unterschied, warum es in Dortmund dieses Jahr so gut läuft, weil eben das Herzstück funktioniert. Und bei Bayern ist doch immer wieder hier und da Verschiebungen gab. Es kommen neue Spieler dazu und da gibt es natürlich ein Gerangel, es waren Spieler verletzt und deshalb sind sie noch nicht so eingespielt aber und gefestigt. Guck mal, wenn wir über die 2 Sechser sprechen bei Bayern München, was ja eigentlich richtig ist von der Taktik her, ja, dann musst du einen, also Goretzka ist ja schon der Offensivorientierte, dann musst du aber einen an seiner Seite haben, der eben defensiv komplett bleibt und eben auch die Sicherheit gibt für die Innenverteidiger, ja, weil die gehen ja auch auseinander in der Spieleröffnung. Also ich glaube, das ist mit der entscheidende Punkt für die nächsten Spiele. Aber ich glaube, dass er die Offensivvariante gewählt hat und auf einen Martinez oder auf einen defensiven Mittelfeldspieler verpflichtet hat, weil er möglicherweise Leverkusen so analysiert hat, dass Leverkusen doch immer mit starken Offensivkräften, mit 4, 5 offensiven Spielern agiert und in der Vergangenheit, in dieser Saison, hinten auch Schwächen gezeigt hat. Und ich glaube, dass die Taktik die war, dass man diese Schwächen in erster Linie ausnutzen wollte und nicht geglaubt hat, dass man selbst in solche Kontersituationen kommt, auch wenn er das als Gefahr angekündigt hat. Leverkusen hat in dieser Saison große Schwächen gezeigt, weil die zu viele Offensivspieler zu Kontern geführt haben. Und ich glaube, dass man im Hintergrund, dass die Bayern das im Kopf hatten, das ausnutzen zu wollen. Andererseits sind sie natürlich in der Lage, viele Tore auch zu schießen. Das hast du gerade angesprochen. Da muss man natürlich die Balance finden. Ja, aber so wenn du mit Bellarabi, mit Bailey, mit Havertz, mit Volland agierst, das ist schon, dann ist das Mittelfeld dann kompakt zu machen, ist nicht so ganz einfach. Ja, aber nichtsdestotrotz müssen die Bayern-Spieler doch die Qualität haben, das zu kontrollieren und das Spiel zu bestimmen. Und das habe ich dann in der zweiten Halbzeit vor allen Dingen bei Bayern München nicht mehr gesehen. Ja, und du weißt, dass Peter Bosz auch eher offensiv denkender Trainer ist. Schauen wir uns das 3-1 an. So, also. Da gewinnt den Zweikampf, Stefan. Genau. Und dann haut dann einfach nach vorne, würde ich sagen. Kein Tor fallen aus einer Situation. Ja, also hier ist ja krass. Boah. Erstmal das Zweikampfverhalten von Alaba in dieser Situation. Lässt sich relativ leicht abkochen in dem Zweikampf. Mit einem leichten Körperkontakt ist er aus dem Spiel. Und wenn wir die Szene gleich nochmal haben, schauen wir mal auf den Laufweg von Mats Hummels. Also ich bin es sah erst wieder nach Abseits aus, deswegen hat wieder der... Ja, aber wir wollen jetzt mal hier... Wir schauen erstmal auf das Abwehrverhalten, was du gesagt hast. Na, jetzt gehen wir erstmal aufs Abseits, oder? Das haben wir jetzt eingezeichnet.
Können wir auch machen. Also ist kein Abseits. Aber das Zweikampfverhalten von Alaba in der Situation und der Laufweg von Hummels. Er ist wieder in der Vorwärtsbewegung und löst damit im Endeffekt wieder die Viererkette auf. Und deswegen ist es wieder ein leicht herausgespieltes Tor von den Leverkusenern. Also ich würde es mir wünschen, dass wir es vielleicht nochmal sehen. Ja. Dieser Laufweg von Mats Hummels. Also hier nochmal, Stefan, hier halten wir mal an. Guck. Genau, das meintest du. Ne? Ja, genau, der leichte Körperkontakt und Alaba ist aus dem Spiel. Vor Bellarabi. Genau, und jetzt kommt nämlich dahinter, war der Hummels, der dann links weggeht. Und das ist, Mats, ist eine entscheidende Situation wieder. Er ist ballorientiert, das ist gut, aber in der Mitte steht Süle gegen zwei. Und ja, das muss er sehen. Rand. Und das erwarte ich von Mats Hummels, dass er das löst und das im Überblick hat, als letzter Mann. Und da ist er eben im Moment, vielleicht nimmt er da zu viel Risiko in seinem Spiel und da stimmt einfach die Balance nicht. Ja, aber er löst ja alles auf. Ne? Mit diesem Warum geht er nach außen? Das habe ich mich nur gefragt. Weil er also ich meine, nur auf den Ball schauen. Wir wollen jetzt nicht nur auf Mats rumhacken, aber nee, ist merkwürdig, aber, ne? Oder? Ich glaube, er spekuliert, dass Alaba den Ball gewinnt und er direkt in die Vorwärtsbewegung gehen kann. Einen anderen Grund sehe ich da nicht. Aber da hat er nichts zu suchen. Ja, aber als Innenverteidiger dann nach vorne preschen? Da hat er nichts zu suchen. Aber und Süle dann in der Situation ist dann die ärmste Sau. Aber ich möchte noch mal zurückkommen auf die Herbert, was du sagst, die Aufstellung im Mittelfeld, das ist schon entscheidend, ob ich dann mit ein oder zwei Offensiven im Mittelfeld spiele oder eben Defensiven, weil sonst spielen sie 4-3-3, das Mann gegen Mann, es gleicht sich aus, aber auch Leverkusen hat ein klares Zeichen gestern gesetzt, in der Form, dass sie mit Brandt und Havertz zwei Offensive im Mittelfeld stellen, Bailey außen und Bellarabi voll an in der Spitze dazu. Das war ein ganz klares Statement, ein Zeichen, wir wollen hier unser Spiel spielen und die Bayern müssen sich nach uns richten. Und das war in der Vergangenheit nicht immer so. Und dann liegt es eben an den Spielern, wie Kimmich und Goretzka, das aufzufangen und diese Balance zu finden im Spiel und sich durchzusetzen. Das waren für mich die entscheidenden Duelle im Mittelfeld. Deswegen war das Spiel auch nicht so hochklassig, weil sie immer wieder ihre Position gesucht haben. Beide Mannschaften haben okay gespielt mit ihren Möglichkeiten, aber Leverkusen hat nie irgendwo seine Formation verlassen, auch wenn sie gewechselt haben. Sie haben ja zweimal verletzungsbedingt ausgewechselt. Sondern Havertz musste zum Beispiel raus. Sie waren überzeugt von ihrem Spiel, sie haben auf ihre Chance gewartet und haben dann ihre wenigen Chancen genutzt. Aber wenn ich Sie richtig verstehe oder wenn ich ihn richtig verstanden habe, hätten das die Spieler auf dem Platz auch lösen müssen, nicht nur Niko Kovac draußen. Ne? Ja, natürlich, also Niko hat die Mannschaft so eingestellt, denke ich, wie er es auch gesagt hat und sicherlich die ganze Woche. Aber da kommt es eben dann zu 1:1 Duellen im Mittelfeld da, oder eben die eine oder andere Situation, wo ich den Fehler nicht machen darf, die dann solche Spiele entscheiden und das war gestern so. Gut, dann reden wir gleich noch mal über die kalibrierte Linie, wie es so schön heißt. Heribert freut sich schon, sehe ich. Also, Lewandowski erzielt ein Tor. Es wäre das 2:0 für die Bayern gewesen. Vielleicht der Knackpunkt des Spiels. Das alles gleich bei uns im Check24 Doppelpass. Hi von Hagel und Bent, live aus dem Hilton-Hotel am Flughafen, der Check24 Doppelpass. Und wir werden immer mehr. Unser Chefreporter von den Bayern ist da, Stefan Kumberger. Herzlich willkommen. Servus. Guten Morgen. Hallo. Morgen. Stefan, wir haben eben über die Gegentore der Bayern gestern in Leverkusen gesprochen, vor allen Dingen auch über die Defensivarbeit. Mats Hummels war ja eigentlich so ein Kandidat, wo wir gedacht haben, oh, der ist hinten dran. Jetzt spielt er wieder, aber so richtig einen Tritt kommt er nicht, oder? Ja, gut, also Mats Hummels beruft sich ja immer auf die Zahlen und die Zahlen, die stimmen. Immer wenn er gespielt hat, haben die Bayern durchaus manierlich agiert und haben auch gewonnen. Gestern war das nicht so das Gelbe vom Ei. Und wie du sagst, wir haben eigentlich alle gedacht an derselben Straße, dass Jerome Boateng den Vortritt bekommt in den Spielen nach der Winterpause. Was weißt du mehr? Warum ist die Entscheidung so gefallen? Vielleicht, weil Mats auch nur links, den linken Innenverteidiger spielen kann? Ja, Niko Kovac hat sich ja dazu entschieden, diese Gute-Laune-Rotation, die er ja am Anfang des Jahres gemacht hat. Wie heißt das? Gute-Laune? Gute-Laune-Rotation. Da ging es halt darum, es wird gespielt, damit jeder zufrieden ist. Am Ende war niemand zufrieden, weil es eben das Leistungsprinzip ausgehebelt wurde. Und jetzt sagt Niko Kovac klipp und klar, ich habe meine Mannschaft. Gestern war der erste Tag, wo er mal ein bisschen rotiert hat und schon geht es wieder schief. Aber grundsätzlich hat er ja schon recht, ne, beim FC Bayern, du kennst das ja auch, also nicht alle, aber da musst du rotieren. Wenn du große Ziele hast und die hat der FC Bayern und am Anfang der Saison, wenn du so einen Kader zur Verfügung hast, ist das für mich Normalität, wenn ein Trainer rotiert, damit er auch natürlich viele bei Laune hält, aber es ist ja nicht so, dass nur 11 Topspieler sind, sondern 15, 16, 17 und die wollen natürlich auch zum Einsatz kommen und der FC Bayern hat das eigentlich in der Vergangenheit immer sehr gut hingekriegt,
das nötige, oder ein Trainer, das nötige Gespür eben zu haben und dann im April und März, wenn die entscheidenden Champions League-Spiele kommen, die beste Mannschaft auf dem Platz zu haben. Also da ist er. Also du hast dich immer gefreut, wenn du nicht spielen durftest. Nee, ich. Es gab ein, zwei Ausnahmen. Du kannst ruhig sagen, dass du nicht rotiert hast. Stefan nämlich auch nicht. Stefan, ne? Ja, Stefan weiß es auch nicht. Drei Spiele in der Woche, ja, es ging, hast du schon gemacht. Geht schon. Ja. Nee, aber die, das ist völlig normal. Und er ist ein bisschen unter Druck geraten, aber er hatte natürlich die richtige Idee und auch den richtigen Plan. Natürlich, wenn du nicht alle Spiele gewinnst und es kommt ein bisschen Kritik und dann wird dein Rotationsprinzip kritisiert, was eigentlich in Ordnung ist, dann ist das halt so. Das ist der Situation manchmal geschuldet, aber grundsätzlich beim FC Bayern rotieren gehört dazu. Dann schauen wir noch mal auf diese Szene, die wir eben schon mal angesprochen haben. Das vermeintliche 2:0, Stefan, durch Robert Lewandowski. Wunderbar gespielt eigentlich, ne? Ist super gespielt. Also perfekter Laufweg, Lewandowski. Voll abgeschlossen. Steckt den durch. Das war richtig, richtig gut. War ein richtig gutes Tor, oder auch nicht. Und jetzt kommt nämlich die kalibrierte Linie. Da haben wir sie. Ja, und leider Gottes ist es so, es war abseits. Natürlich, Niko Kovac hat sich ja darüber auch so ein bisschen aufgeregt, aber jetzt haben wir so, und ich denke, das ist ein guter Beweis, dass der Videobeweis eben richtig ist. Und das haben sie auch richtig entschieden. Sehe ich ganz anders, Stefan. Das war kein Abseits. Es wird immer vom Abseits es wird immer vom Beweis gesprochen. Es ist kein Beweis, es ist eine Behauptung. Eigentlich muss das ganze Ding Videobehauptung genannt werden, weil auch bei dieser Geschichte hier, ja, man denkt immer, jetzt ist die große Technik im Spiel und da werden Linien gezogen, alles ganz objektiv, ist es nicht. Ein Assistent sitzt im Keller und sagt, wann der Zeitpunkt ist, dass der den Ball am Fuß hat, ja, der den Pass spielt. Dieses Bild wird eingefroren. Das heißt also, genau, der Assi entscheidet am Ende, wann an einer ganz anderen Stelle eine Linie gezogen wird. Mhm. So, und die wird dann halt technisch eingezogen. Bloß am Ende ist es wieder ein Mensch, der darüber entscheidet, wann angehalten wird. Und wenn du jetzt das Ding eine Zehntelsekunde früher oder später anhältst, hat das fatale Auswirkungen auf diesen Zweikampf. Ja. In einer Zehntelsekunde kannst du als Fußballer 80 Zentimeter auf dem Platz laufen. Das ist so. Mhm. So, das bedeutet, dass du da, ja, das bedeutet, dass du läufst, ja, du läufst die, du ja, läufst, ich, ja. Hm? Du vielleicht nicht. Ja, ich wollte es nicht so sagen. Ich wollte es nicht so aber sagen. Das ist ja so. Aber das ist doch einfach. Du läufst als Bundesliga-Profi im Vollsprint. Wir reden hier von einer Situation, wo du im Vollsprint aufs Tor läufst. Ja, so. Und da kann eine Zehntelsekunde kann unfassbar viel bewirken. So, und das kann eine andere Situation ergeben. So. Und dann reden wir da von 3 Zentimetern, die angebliches Abseits war. Und was bei dem Punkt, wo es eingefroren wurde, muss man ja sagen, auch wenn es Millimeter wahrscheinlich oder Zentimeter waren, war es Abseits. Ja, aber es ist vielleicht falsch. Ja, vielleicht war es eine Zehntelsekunde früher oder später. Und das hat eine unfassbare Auswirkung. Dann ist der Verteidiger vielleicht einen Schritt näher zum Tor. Entscheidung müssen halt wir aber Entscheidung muss es ja auch geben. Genau, muss es geben. Ja, eine Entscheidung muss es geben, Jochen. Ich sage dir, wenn wir vor 2 Jahren über diese Situation gesprochen hätten, hätten wir gesagt, im Zweifel für den Angreifer, es hätte keine Diskussion gegeben, das Tor wäre anerkannt worden, es hätte 2:0 für Bayern München gestanden. Ja. Punkt. Durch die Videobehauptung, wie du ja sagst, ist ja kein Beweis mehr ab heute. Durch die Videobehauptung wird heute einfach irgendwas entschieden. Übrigens hat der DFB wird ja nicht irgendetwas entschieden. Das ist ja schon eine Entscheidung, die dann aus Köln kommt. Richtig. Dem Schiedsrichter weitergeleitet wird. Und dann muss man diese Entscheidung aber akzeptieren, dass Kovac sie nicht oder damit Probleme hat, sage ich mal, ist doch logisch. Und die Bayern-Spieler auch und Bayern-Fans ja auch. Aber es ist aber kein Beweis in dem Sinne, dass nein, Behauptung. Technisch das habe ich ja gerade gelernt. Dass es halt technisch wirklich so ist, dass man sagen kann, das ist jetzt zu 100%. Aber was ist denn perfekt? Also dann würden wir uns jetzt 2,5 oder 3 Stunden über genau das Thema unterhalten. Das wollen wir nicht. Ich bin grundsätzlich der Meinung, Sonntag über den Videobeweis, aber ich bin trotzdem der Meinung, dass insgesamt der Videobeweis, Behauptung sich entwickelt hat, positiv. Und ich glaube, dass viele Bundesliga-Vereine und die Verantwortlichen auch damit einverstanden sind, so wie es mittlerweile ausgeführt wird. Das war am Anfang der Saison ein bisschen anders. Ja, da gab es ja immer diese Diskussion von unten, also von oben nach unten, von unten wieder nach oben, nochmal anschauen. Mittlerweile hat sich das eingespielt. Ich bin absolut und nach wie vor auch pro Videobehauptung. Und ich sage nochmal, in der Situation
können wir jetzt stundenlang diskutieren, aber wenn man dieses Standbild hat, eingefroren, dann muss man hingehen, auch wenn es nur Zentimeter waren. Es war vielleicht das zum Abschluss vielleicht noch. Wenn du fünf Videoassistenten nimmst, ja, und diese Szene sollen sie dann bewerten. Alle sollen dieselbe Szene bewerten. Ja, das geht ja schon nicht bei fünf. Ja, weil dann kommen sie aus dem Diskutieren in Köln ja gar nicht mehr raus. Nein, ich sage, wenn du fünf jetzt hinter der Woche zur Schulung, was ja gemacht wird, weil der DFB hat ja das Problem erkannt. Ja. Der weiß ja, dass das ein Problem ist. Deshalb werden die immer wieder besonders geschult und darauf hingewiesen, dass sie wirklich extrem auf diese Situation achten sollen. Wenn du fünf nimmst, die ein und dieselbe Szene bewerten sollen, du wirst nie zu einer einheitlichen Entscheidung kommen. Ja, aber das ist ja nicht das Problem. Deswegen und damit ist ja nur einer hauptverantwortlich. Ja, aber damit ist das Problem gegeben. Aber selbst wenn man das Problem, genau wie du es schilderst, akzeptiert, du hast recht in der Sache, bin ich trotzdem der Meinung, dass auch in Anbetracht dieser Unsicherheit der Videobeweis letztlich doch ein Fortschritt ist. Behauptung, ja, nee. Die Videobehauptung. Du hast in der Sache recht. Jede Woche neu. Beweis ist 3 Euro jetzt. Das Problem ist doch, dass da eine Sicherheit vorgetäuscht wird. Der Videobeweis hat keine hundertprozentige Sicherheit, weil die Linie wird von den Menschen gezogen, die fotografische Optik... Ja, aber wenn der Linienrichter die Fahne hebt, ist das auch nicht eine hundertprozentige Sicherheit. Ja, aber dann sitzen wir hier und sagen, ist ein Mensch, kann nichts dafür, waren 3 Millimeter, ja, im Keller sitzt auch ein Mensch. Wir brauchen doch die Sicherheit, wir haben uns doch dazu entschieden, den Videobeweis zu haben, damit wir absolute Sicherheit haben. Aber die haben wir nicht, das ist vorgetäuschte Sicherheit. Okay, absolute gibt es nicht. Mir kann keiner erzählen, dass das dem Wesen des Spiels entspricht, dass das dem Spiel Fußball gut tut, wenn wir über solche Dinge diskutieren und dann heißt es am Ende, ja, die Sicherheit hat man ja gar nicht mit der Kamera. Aber braucht man den Linienrichter überhaupt noch dann? Das ist das Nächste, wenn die Linie so toll ist. Also ich kann mich erinnern, dass ich vor 3 Jahren hier in dieser Sendung war und zumindest eine Prognose richtig gestellt habe. Ich habe gesagt, wenn der Videobeweis eingeführt wird, dann werden wir noch intensivere Diskussionen am Montagmorgen haben, als wir sie bisher hatten, wo wir immer auf menschliche Wahrnehmung immer wieder reflektieren können. Jetzt, wenn der Videobeweis eintritt, dann wird die Diskussion noch intensiver sein. Und in der Tat, es ist so. Und trotzdem war ich eher skeptisch und trotzdem halte ich dann insgesamt gesehen die positiven Aspekte des Videobeweises für so stichhaltig, dass ich es dabei belassen würde. So, dann schauen wir jetzt mal noch, was Niko Kovac gesagt hat. Das haben wir für Sie auch natürlich vorbereitet. Das Zitat, wir sehen es da oben. Ich finde das schwierig. Wie lege ich das Lot? Da muss ich eine Drohne haben. So von der Seite ist es für mich schwierig. Ja, jetzt kommst du. Ja, die Betroffenen. Das Lot ist übrigens diese, was Sie da eben gesehen haben. Also ich denke auch, dass der Videobeweis ein Fortschritt ist. Dass wir geschimpft haben vor einigen Jahren über die vielen Fehler, die leider passieren im Fußball, im Sport generell, dass Menschen entscheiden und Fehler machen. Da gibt es nur 2 Möglichkeiten. Entweder wir akzeptieren das so, wie es ist, oder wir holen uns Hilfe. Das haben wir getan im Sinne von Technik. Und natürlich muss die Technik auch jemand bedienen. Und jetzt diskutieren wir wieder über die sie bedienen. Also ich denke, es ist ein Fortschritt. Es ist mehr Transparenz, mehr Fairness reingekommen, dass immer noch Sachen unterschiedlich interpretiert werden können. Und jetzt diskutieren wir, wer das Standbild und wann anhält. Das ist halt so. Also es gibt immer einen kleinen Prozentsatz, wo man so ein Fragezeichen dahinter machen kann. Aber irgendwo müssen wir es dann auch akzeptieren. Es ist Sport. Und ich bin auch der Meinung wie Heribert, dass es eine Verbesserung darstellt und zu mehr Fairness führt. Ne? Den Fans ist halt... Den Fans ist halt zu einem gewissen Punkt schon auch irgendwie erklärt und erzählt worden. Wir haben dann hundertprozentige Sicherheit und dann werden alle Entscheidungen fair ablaufen und so weiter. Und das ist eben nicht so. Deswegen ärgern sich ja viele Anhänger darüber, wenn dann solche Szenen zu sehen sind. Unsere Meinung ist klar hier in der Runde oder weitgehend eure Meinung. Was sagen die Fans denn, Ruth? Das, die wir gerade angesprochen haben. Genau, eine ganz gute Überleitung gerade von Stefan, weil viele Fans tatsächlich Schwierigkeiten haben jetzt mit der Neuerung, die eben eigentlich für Transparenz sorgen sollte. Das tut sie auch bis zu einem gewissen Grad. Aber die Fans sind nicht zufriedengestellt, beziehungsweise sagen, das mit den Linien ist doch irgendwie Käse, weil man eben auch diese Winkel und die einzelnen Strichlinien, Lot etc. nicht so ganz nachvollziehen kann. Hier heißt es, Lewandowskis Knie liegt nicht an der Linie dran und bei Tah geht sie durchs Knie, kein
großer Unterschied, aber bei Abseits eben anscheinend entscheidend. So, da haben wir es nochmal. Und es geht auch in diese Richtung weiter. Da wird dann auch noch zusammengefasst, dass es jetzt schon das dritte Abseitstor in diesem Jahr 2019 ist, das fälschlicherweise aberkannt worden ist. Und auch hier wird eben nochmal gesagt, ja, wie ist das mit dieser Linie? Das ist ja das Knie quasi maximal mit einem Haar im Abseits. So wird Fußball zerstört. Das ist also eine deutliche Aussage. Und Marcello sagt hier also, Abseits, das eben nur dank kalibrierter und gestrichelter Geodreiecklinien nachgewiesen werden kann, kann nie und nie und niemals ein entscheidender Vorteil bzw. eine klare Fehlentscheidung sein. Und darum geht es ja eigentlich um diese klaren, ganz klaren Fehlentscheidungen. Also er selbst sagt, wenn es jetzt um diese Millimeter haaresbreiten Entscheidungen geht, dann kann er es nicht nachvollziehen. Das, was Willi Völler erzählen würde, wenn es umgekehrt gewesen wäre. Ich kann Kovac nachvollziehen. Ja, haben wir ja schon gesagt. Also gleich haben wir noch eine Szene aus dieser Partie. Da ging es um das andere, ja, wie soll ich mal sagen, das andere Regelwerk. Da geht es natürlich um ein Handspiel. Das werden wir gleich noch besprechen. Und über die Transfersituation bei den Bayern nach nur einem Spot sind wir wieder da. So, wie gut, dass die Pause nicht so lang war. Ihr diskutiert ja schon wieder weiter. Mia, du sagst, es ist alles gut, oder was? Ich sag, wir diskutieren, also natürlich war es knapp, aber wir diskutieren über zwei Entscheidungen, die eigentlich korrekt für mich getroffen wurden. Auch wenn es knapp war und ärgerlich für die Bayern. Und Leverkusen hatte das Quäntchen Glück auf der anderen Seite. Herbert sagte gerade, aber das war doch ein schönes Tor. Ja, aber es war dann auch da. Da hat er recht, finde ich. Da hat er recht. Auf jeden Fall. Ja, komm, dann eine Szene haben wir noch, habe ich schon gerade gesagt. Handspiel. Ja oder nein? Nochmal. Da müsste ich die komplette Regelauslegung oder die Formulierung des Handspiels wissen. Ich glaube, da haben wir in der Vergangenheit schon sehr, sehr oft diskutiert. Ja. Es ist wirklich Zufall, dass es wieder Mats Hummels ist übrigens. Nicht, dass wir alle denken, hier, wir wollen. Ich glaube, man sollte immer nur ihn zeigen. Den Schiedsrichtern vielleicht auch hier unter die Arme greifen, indem man die Regel eindeutiger definiert. Was ist Hand? Und was nicht, oder was muss gepfiffen werden und was nicht. Da gibt es immer noch einen großen Spielraum, Absicht oder nicht, geht die Hand zum Ball. Ja, da ist ja oft die Formulierung, hat die Hand da was zu suchen, ja, gerade bei Flanken oder so, wenn ein Spieler ganz nah am Spieler dran ist und dann der Ball prallt an die Hand, unglücklich sieht das aus, schreien Hand und der Schiri weiß nicht genau, kann ich jetzt pfeifen oder nicht, ist eine 50-50-Situation. Diese Entfernung, also in dieser Situation, der Ball würde natürlich aufs Tor gehen. Das ist immer die Frage. Also in dieser Situation, das ist das Schwierige auch für den Schiedsrichter, er kriegt ihn ja vorher gegen das Knie und vom Knie gegen die Hand. Ne? Und das zeigt Mats Hummels dem Schiedsrichter auch klar und deutlich an. Und deswegen deswegen ist es in Ordnung, ne? Und deswegen hat er eben nicht auf Elfmeter entschieden. Das ist keine unnatürliche Bewegung von Mats. Das ist eine natürliche Bewegung, wie er in die Abwehrsituation. Er kann ja nicht wie ein Pinguin angreifen. Ja? Nein, er macht einen Ausfallschritt. Ausfallschritt und dann hast du den Arm nun mal eben abgewinkelt. Und trotzdem wird es den einen oder anderen Assi wieder geben, der da eingreift. Und damit dann entscheidet Elfmeter und dann haben wir wieder die Diskussion und es wird halt keine einheitliche Lösung geben, weder beim Abseits noch beim Handspiel. Wir werden immer weiter diskutieren, ob wir jetzt einen Assi haben, der da im Keller sitzt oder nicht. Ja, aber dann müssen Sie das eben verbessern. Für mich ist es ein Handspiel, ein ganz klares Handspiel. Der schießt aufs Tor, der Ball geht wahrscheinlich ins Tor und der haut den Ball da so weg. Er bekommt ihn vorher gegen das Knie. Das darf man nicht vergessen. Das habe ich die Formulierung, er haut ihn weg, ist falsch, Jochen. Nein, nicht er haut ihn nicht weg, sondern er prallt ihm an den Arm. Vorher, aber gegen das Knie, ne? Und vom Knie dann gegen die Hand. Ja. Also, ja. Und wo soll die Hand hin? Ja, ich sage nur, diese Elfmeter sind zigfach gepfiffen worden. Darüber brauchen wir noch gar nicht zu diskutieren. Ja. Doch, machen wir ja gerade. Aber weil die Regel... da kommen wir auch nicht raus. Da kommen wir nicht raus. Ja? Weil die... Ja. Die sind gepfiffen worden, weil die Regelauslegung nicht klar ist. Nicht klar definiert. Und das ist das Problem. Ja. Und deswegen diskutieren wir. Ja, wenn die Regelauslegung klar wäre, die Regel klar definiert wäre, dann gibt es Hand oder Hand ist Hand oder Absicht ist Absicht. Aber im Hockey gibt es das ja. Die versuchen ja über den Ball an den Fuß zu spielen. Fuß ist Fuß. Egal ob Absicht oder nicht Absicht oder was auch immer. Wenn der Ball an den Fuß geht, dann wird auf 7 Meter entschieden. Ja, aber bei dir ist es ja so. War ein schönes Tor, zählt.
Egal, ob abseits oder nicht. Ja. So, lass uns noch über eins sprechen. In Schalke würde man sagen, wegen die Kleinigkeit darf man doch nicht pfeifen. Kommen wir noch zu Schalke. Wenn, kannst du nachher noch gerne was zu erzählen? So, wir haben eben schon diskutiert, die Aufstellung von Niko Kovac, hat er vielleicht ein bisschen defensiver agieren müssen oder nicht. Dann gab es diese drei Wechsel. Man hatte den Eindruck, der Spielfluss, Stefan, der war dann so ein bisschen dahin. Ne? Also Thomas Müller ist der Erste, geht raus. Ja, ich glaube, im 2-Minuten-Takt hat er den, glaube ich, ausgewechselt. Aber ich würde das jetzt nicht als Diskussion nehmen, dass die Bayern in Leverkusen verloren haben. Also, dass er natürlich dann wütend ist, das sieht man jetzt hier an seiner Reaktion, geht direkt vorbei, klatscht nicht ab. Da schiebt einer einen gewissen Frust. Ich hätte ihn jetzt nicht ausgewechselt, aber das ist nicht meine Entscheidung gewesen. Ja. Also war nur noch ein Moment. Manchmal nicht so einfach als Bayern-Trainer. Bitte? Das ist manchmal nicht so einfach als Bayern-Trainer. Beim FC Bayern, ne? Ja. Aber zu eurer Zeit, ihr beiden wart doch souverän, gab doch zur Kritik am Trainer keinen Anlass. Nein, wir sind nicht, wir hätten ja auch nicht abklatschen müssen, weil wir wurden nie ausgewechselt. Genau so. Erstens das, Herr Robert, und zweitens, selbst wenn die Tafel hochging, sind sie einfach nicht rausgegangen, weißt du? Ich? Ne. Das war doch so, oder? Muss man sagen. Also aber man darf da Niko Kovac durchaus einen Gedanken unterstellen, den er da hatte. Also ich meine, Serge Gnabry in so einer Situation zu bringen, ist jetzt nicht das Falscheste von der Welt, was man tun kann. Nein. Man hatte nur den Eindruck, habe ich ja gesagt. Vielleicht täuscht das ja auch, oder? Du sagst, hat da nichts mit zu tun auch. Weiß ich nicht. Ach, wunderbar, Stefan. Ne? Also, wenn du so weitermachst, na gut. Dann machen wir mal jetzt mit dem Transferfenster oder mit der Transfersituation bei den Bayern weiter. Das Transferfenster ist ja geschlossen und der einzige Wintertransfer der Bayern hat eigentlich schon im Sommer stattgefunden. Alphonso Davies wurde im Juli, das Ganze wurde im Juli abgewickelt und seit November ist er schon in München. Darüber hinaus waren die Aktivitäten des Rekordmeisters ziemlich übersichtlich. So schaut's aus. Was ist eigentlich aus der großen Wintertransfer-Offensive geworden? Wenn irgendwas auf dem Markt ist und da einer ist, der uns kurz- oder mittelfristig helfen kann, werden wir das tun. Klingt spannend. Und hier kommt sie, die gesamte Transferaktivität des Rekordmeisters in einem Satz. Bayern verkauft Wagner nach China. Aus, Ende, Amen. So schaut's aus. Na, da wird man in Dortmund vor Angst schlottern. Die Bayern wollten Hernandez, Hudson-Odoi, Pavard, Rabiot, De Jong und so weiter. Und sie bekamen den Zonk. Sogar Schalke hat am Ende noch ein Talent aus der Premier League abgekriegt. Von wegen, wenn Bayern einen Spieler will, dann kriegen sie ihn auch. Bayern kriegt nicht mal mehr einen 18-Jährigen aus dem Vertrag raus. So schaut's aus. Und schon wieder geht der Rekordmeister mit nur einem Stoßstürmer in die Rückrunde und in die K.O.-Phase der Champions League. Verletzen darf sich Lewandowski schon mal nicht. Ich glaube, der war noch nie bei Bayern München verletzt. Der ist jetzt seit 2014 da. Es gibt Clubs, die lernen aus ihren Fehlern. Lewandowski ist auch nur ein Mensch und er war 2015 und 2017 in der heißen Phase der Champions League angeschlagen und verletzt. Und in den anderen Jahren hat er die Bayern auch nicht ins Endspiel geschossen. Besonders pikant, ausgerechnet Lewandowski fordert die Bayern-Bosse alle 6 Monate auf, den Kader zu verstärken. So schaut's aus. Fassen wir zusammen, der Bayern-Kader, der in der Vorrunde zu klein, zu alt und zu schwach war, um gegen Dortmund zu bestehen, ist jetzt genauso klein wie vorher. Und die groß angekündigte Winteroffensive lässt sich so zusammenfassen. Große Worte, keine Transfers. So schaut's aus. So, ein bisschen überspitzt sicherlich dargestellt, aber erstmal zahle ich für den Kollegen. Ne? Lewandowski ist auch nur ein Mensch. Herbert, du kennst dich ja mit Transfers bestens aus. Ja. Warum? Oder haben die Bayern den Spieler nicht gefunden? Haben sie ihn nicht bekommen? Was glaubst du? Also ich glaube, das gibt's denn vielleicht gar nicht, nein, im Moment. Aber das zu beurteilen ist für den Außenstehenden wirklich das Schwierigste. Ja. Die Fragestellungen, auf welcher Position müssen wir uns verstärken, was gibt der Markt her, das sind alles Dinge, die man doch nur intern besprechen muss, um die Ausgangsposition nicht zu verschlechtern. Ich denke einfach mal, dass Bayern keinen Spieler gefunden hat, der verfügbar ist. Wer gibt denn auf diesem Niveau, auf internationalem Champions League Niveau, wer gibt denn einen Spieler ab? Und wenn, dann geraten wir in einen Bereich weit über 100 Millionen Euro. Und ich glaube, dass die Bayern
erst einmal mit der Situation, wie sie war, einfach der Markt nicht genug hergegeben hat. Dass sie aktiv sind, dass sie sich Gedanken machen, dass sie alles durchspielen, ist doch selbstverständlich. Und dann kann man eben zu dem Ergebnis kommen, der Markt gibt für uns und für unsere Situation nichts her. Gut, das gibt's. Vertiefen wir gleich ganz intensiv hier in unserer Runde. Vorher haben Sie aber erstmal die Chance, bei uns was zu gewinnen. Ein iPhone X und 3000 Euro. Drücke die Daumen, wir sind gleich wieder da. Hi von Adel und Bandbeer sind zurück live aus dem Mittelmünster Flughafen beim Check 24. Doppelpass, haben es eben mal kurz angerissen. Das Thema, die Bayern haben ja gesagt, Mensch, wenn da ein Spieler ist im Winter, den schnappen wir uns. Das ist aber nicht passiert. Im Gegenteil, sie haben Sandro Wagner abgegeben und zwar nach China. Also kein Backup mehr für Robert Lewandowski und Karl-Heinz Rummenigge. Der Vorstandsvorsitzende hat das folgendermaßen begründet. Wir haben das mit dem Trainer bei uns diskutiert, mit Niko Kovac, und er war der Meinung, dass wir mit Thomas, auch mit Serge Gnabry, der das ja in der Nationalmannschaft auch schon gespielt hat, im Zweifelsfall Alternativen haben. Aber Robert Lewandowski ist, ich glaube, der war noch nie bei Bayern München verletzt. Der ist jetzt seit 2014 da. Ich hoffe nicht, dass das jetzt in den nächsten Monaten der Fall sein wird. Stefan, ist das nicht ein bisschen riskant? Ja, das hoffe jetzt, ich. Jetzt, wo es richtig losgeht? Ich hoffe das natürlich auch, dass er verletzungsfrei bleibt. Aber er ist 4,5 Jahre jetzt bei Bayern München. Also er hat sich auch schon mal verletzt. Dementsprechend ist er auch 4,5 Jahre älter, also wächst das Risiko sehr wohl. Also das ist dünnes Eis, ne? Das muss ich sagen. Mhm. Grundsätzlich sage ich beim Wechsel Sandro Wagner, wenn ein Spieler unbedingt weg will, dann sollte man ihn auch gehen lassen. Wenn er wirklich dieses Bedürfnis und Verlangen auch hat, da die Tür aufzumachen, finde ich in Ordnung. Allerdings sehe ich jetzt Müller oder auch Gnabry nicht als Ersatz, sollte der Fall mal eintreten, unbedingt in der Sturmspitze für Lewandowski. Ich denke jetzt auch gerade an die Champions League, Michael. Thomas Müller ist erstmal gesperrt, 2 Spiele, ne, gegen Liverpool. Ja, die Position, vertrauen Sie sehr auf Robert Lewandowski und seinen Gesundheitszustand. Das ist bekannt über die letzten Jahre. Den Backup noch gehen zu lassen, ist sehr riskant, dass Sie da nichts machen. Also da haben Sie schon ein hundertprozentiges Vertrauen in ihn. Ich glaube, dass Niko Kovac Sandro Wagner nicht so einschätzt, dass er in der entscheidenden Phase im März, April, wenn es in der Champions League zu den großen Spielen kommt, dass er die Qualität nicht in dem Spieler Sandro Wagner sieht. Sonst gibt es gar keine Erklärung dafür, dass er abgeht. Aber ich glaube nicht, dass du so einen Spieler kaufst, um dass er dort von Anfang an spielt in diesen Spielen, sondern eher, um vielleicht 3 Tage vorher mal zu rotieren und Robert dann eben auch ein bisschen Luft gibt, damit er mal durchschnaufen kann, um dann fit zu sein. Ich denke, das ist seine Aufgabe oder sollte seine Aufgabe sein. Selbst die hat er immer weniger ausgefüllt, beziehungsweise der Trainer hat ihn dort nicht mehr so gesehen. Und deswegen, glaube ich, ist es zum Wechsel gekommen. Robert Lewandowski ist eben auch nicht ersetzbar. Also ich weiß jetzt nicht, welchen Stürmer welchen Stürmer sollst du holen als Backup, der sich wirklich hinten anstellt wie Sandro Wagner, der dir dann, wenn es zum Worst Case kommt und Robert Lewandowski verletzt ist, dann auch wirklich weiterhilft. Also entweder ein Stürmer ist so gut, dass er mit Robert Lewandowski mithalten kann, dann setzt er sich aber nicht auf die Bank. Aber Michael hat es ja gerade angesprochen, damit Robert Lewandowski auch mal eine Pause vielleicht bekommt, mal durchschnaufen. Es kommt doch noch etwas hinzu, dass die großen Vereine wie Paris Saint-Germain oder Barcelona und so weiter, die haben auch doch 3 Top-Stürmer. Da sitzt Morata auf der Bank im internationalen Fußball. Genau. Und die kommen mit 2, 3 Stürmern der internationalen Klasse. Und das Bayern, das ist schon ein Risiko, mit einem Stürmer, der internationales Format hat, in den März und in den April hineinzugehen. Aber du kannst ja Müller in der Bundesliga spielen lassen. Also du kannst ja dann Robert Lewandowski tatsächlich auch schonen. Also es liegt ja nicht alles nur an Wagner. Der hat in der Hinrunde kaum noch eine Rolle gespielt, hat, glaube ich, 1 Tor im Pokal gemacht. So, wenn der jetzt so ein Riesenangebot bekommt, 7,5 Millionen netto, wenn du dem dann sagst, Freundchen, du bleibst hier, dann verbreitet der vielleicht nicht ganz so gute Laune. Auch das muss man ja dann noch berücksichtigen. So, und dann musst du halt abwägen als Trainer. Lasse ich ihn ziehen? Kann ich mit Müller und Gnabry in den Bundesligaspielen dafür sorgen, dass Lewandowski Pausen bekommt? Und das hat der Kovac halt mit Ja für sich entschieden. Und ich kann es auch nachvollziehen. Also, und genau was auch gerade hier gesagt wurde, dass wenn der Lewandowski ausfällt, dann in den Spielen beispielsweise gegen Liverpool, ja, dann hast du sowieso ein Problem. Dann kannst du das mit Wagner nicht lösen. Nein, aber wir hatten ja schon im Herbst eigentlich mal so laut darüber nachgedacht, dass der Kader ja nicht besonders breit und groß ist. Jetzt wird er noch kleiner, Michael. Ja, sicherlich ist auch das ein großes Thema. Ein großes Thema. Das ist merkwürdig, oder? Die sind die Außenpositionen. Robben und Ribéry, die ja
absolute Weltklasse-Spieler waren und eine Dekade geprägt haben beim FC Bayern. Und es ist sicherlich keine einfache Situation, diese Spieler vernünftig und kommunizierend zu verabschieden im Verein. Denn darauf läuft es ja hinaus. Und das sind absolut zwei super ehrgeizige Spieler, die immer noch der Meinung sind. Und das können wir ein bisschen nachvollziehen, wenn man ins Alter kommt. Man will das nicht immer so zum richtigen Zeitpunkt wahrhaben. Wann ist der Moment gekommen? Und das geht nicht eben von ganz oben nach ganz unten, sondern das sind ein paar Prozente, die du dann ab und zu verlierst. Aber diese Spieler immer noch, die du immer noch brauchst, wenn sie fit sind und die immer noch den Unterschied ausmachen können, immer wieder verletzt sind und Thomas, die anderen stellst du dann oder verschiebst du dann auf die Seite und somit hast du dein Gerüst oder vielleicht den Backup, den du für Lewandowski hast, der spielt dann auf den Seiten und somit verschiebt sich ein bisschen das Gefüge. Und das ist eine Situation, die der FC Bayern die Saison ein bisschen hat. Aber sie waren noch nie dafür bekannt, auch in der Vergangenheit, dass sie im Winter jetzt irgendwelche Schnellschüsse machen, sondern sie haben meistens gut überlegt, die Transfers mittelfristig bis langfristig vorbereitet. Sie haben sich natürlich ein bisschen unter Druck gebracht, indem sie es aktiv kommuniziert haben in der Winterpause, dass sie was machen wollen. Ich glaube, deswegen diskutieren wir das jetzt ein bisschen. Warum haben sie das gemacht? Was glaubst du? Ja, das Brazzo hat kurz vor Weihnachten in der Pressekonferenz, als es wieder ein bisschen besser lief, hat vielleicht ein gutes Gefühl gehabt, war so ein bisschen ohne Not, dass er dort in der Pressekonferenz ein bisschen vorgeprescht ist und gesagt hat, wenn wir was finden, Hudson-Odoi wir wollen noch was glaube ich, machen. Der Name auch, ne? Oder einer von denen? Ja, den hat er dann namentlich erwähnt, was sicherlich ein bisschen überraschend war. Es gibt ja, ist ja wirklich ein Top-Spieler aus dem U17-Weltmeisterjahrgang mit Sancho und Fäden von Man City, da gibt es ja noch ein paar andere, die auch wechseln, die jetzt in die Bundesliga streben. Schalke hat gerade noch mit Mutondo einen Spieler verpflichtet von Man City. Das ging auch relativ geräuschlos über die Bühne. Also das war schon überraschend, dass sie da so laut und aktiv diesen Spieler abwerben wollten. Ja, von auch im Verein, der, ich glaube, seit der U8 spielt er da. Ein Riesenspieler, absolutes Aushängeschild. Soll U8 gibt es jetzt auch schon. Die Zukunft, nee, aber ja? Es ist ein Paradebeispiel für eine Entwicklung, wenn ich auf einen eigenen Nachwuchs setze, Spieler ausbilde und dann so ein Spieler kommt oben an, U18, hat ein paar Kurzeinsätze und wird natürlich dann aktiv von einem anderen großen Club abgeworben. Das war bei Chelsea natürlich, ist das ein bisschen auf Missbahn gestoßen. Das hat ja Karl-Heinz Rummenigge auch angesprochen. Aber man wollte den Spieler oder will den Spieler unbedingt. Und deshalb ist es ein bisschen ungewöhnlich für die Bayern, dass sie da auch den Namen nennen. Normalerweise, wenn sie einen Namen nennen, haben sie Deals schon in trockenen Tüchern. Das war meistens so in der Vergangenheit. Wird auch teurer dadurch, ne? Oder? Absolut. Also ich glaube, das erste Angebot lag bei 15 Millionen, ähnlich wie für Sancho. Jetzt sind wir und das katapultierte sich innerhalb von einer Woche oder von 4 Wochen auf 40 Millionen. Und es ist schon ungewöhnlich. Aber Sie hatten ja auch das Zitat des Spielers, der dann öffentlich gesagt hat, ich will zum FC Bayern. Und ich glaube, dass das dem Brazzo Mut gemacht hat. Hat er das gesagt oder hat man das nur... Das habe ich als Zitat gelesen. Oder hat man das nur Das haben ja auch die Bayern von ihm persönlich gehört. Ich muss ja auch vertrauen auf die... Also ich habe in keiner englischen Zeitung das Zitat gelesen, dass er das gesagt hat. Vielleicht ist auch falsch übersetzt worden. Ne? Bei den Bayern geht es eben zurzeit auch in vielen Punkten darum. Das ist ungewöhnlich für Bayern, ungewöhnlich, das ist eigentlich der Punkt, ne? Ohne dass es vollzogen ist, einen Namen handeln. Bei den Bayern geht es halt derzeit auch darum, Hasan Salihamidžić in seiner Position auf Biegen und Brechen irgendwie zu stärken. Also das fängt mit so Kleinigkeiten an, dass wenn die Bayern hier abfliegen Richtung Champions-League-Spiele, dass dann nicht mehr Karl-Heinz Rummenigge spricht, sondern Hasan Salihamidžić stellt sich der Presse. Dann wird immer bei sämtlichen Transfergerüchten von Uli Hoeneß und von Karl-Heinz Rummenigge darauf verwiesen, macht alles der Brazzo. In der Mixzone spricht Karl-Heinz Rummenigge äußerst selten. Also es geht beim FC Bayern zurzeit auch wirklich darum, Hasan Salihamidžić in seiner Position zu stärken, ihn nach vorne zu stellen. Er ist der große Macher und dazu gehören auch die Transfers. Und ich glaube, das ist auch so der Grund, warum er jetzt da Aktivität zeigen wollte. Leider ist es schiefgegangen aus Sicht der Bayern. Naja, schiefgegangen kann man nicht sagen. Es hat nicht ganz funktioniert, oder Stefan? Ist es so dramatisch? Oder ist es vielleicht Bayern untypisch auch? Also untypisch ist es auf jeden Fall, dass sie Transfers machen wollen im Winter. Dieses Winterfenster ist sehr, sehr untypisch. Genau. Das gab es, glaube ich, noch nie bei Bayern München, sondern sie konzentrieren sich sehr wohl immer auf den Sommer. Das ist untypisch. Mit dem Brazzo muss man sagen, er hat sich
sehr offensiv öffentlich dazu geäußert, was sie alles vorhaben und wo sie dran sind. Und unterm Strich stand eigentlich nichts. Daran wird er natürlich gemessen. Ich glaube, das ist geschuldet der Situation, in der er steckte, nämlich in dieser schwierigen Situation. Exakt, er wurde angeschossen so ein Stück weit in der Öffentlichkeit. Und jetzt hat er gedacht, na, jetzt drehe ich das um und stelle mich hin und sage der Öffentlichkeit mal, was ich alles vorhabe. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, Deckel drauf und alles ist verloren, sondern er wird natürlich weiter dran arbeiten. Aber ich denke auch, dass es verlagert ist auf den Sommer. Also nach unseren Informationen ist es so, dass Hudson-Odoi als auch der Hernandez, dass die sehr wohl kundgetan haben, dass sie sich einen Wechsel zum FC Bayern vorstellen können. So, und ich denke, dass der Hudson-Odoi dann im Sommer möglicherweise kommt. Und also, dass die Bayern zumindest versuchen, jetzt im Sommer zu bekommen. Und bei Hernandez ist es halt so, 80 Millionen Freigabeklausel, da zuckst du halt auch schon mal. Wenn du einen Abwehrspieler für 80 Millionen holst, möglicherweise gibt es dann noch so Nachverhandlungen. Also Interesse ist nach wie vor vorhanden und da muss man mal sehen. Aber Vorsicht, denn dieser Spieler wird jetzt auch in Chelsea große Aufmerksamkeit bekommen. Ja, natürlich. Und jetzt wird er möglicherweise spielen, zum Einsatz kommen und dann kann sich das Ganze schlagartig drehen. Also sie versuchen es, aber es wird nicht leichter dadurch, dass sie so in die Offensive gegangen sind. Also Micha kennt sich ja noch gut aus da. Der Spieler hat natürlich jetzt unheimlich profitiert von der Situation. Ja. Ganz klar, er war vorher, kannte ihn niemand. Man hat ihn eigentlich behutsam aufgebaut, in den Kader integriert. Also eigentlich Chelsea hat auch alles richtig gemacht. Das Einzige, man hat den Vertrag vielleicht nicht lang genug gemacht. Er hat nur bis 2020. Ja. Mhm. Deswegen jetzt die Aufmerksamkeit. Und ähnlich wie bei Loftus-Cheek, der ja ein paar Jahre auch nicht so das Vertrauen gekriegt hat. Und gucken natürlich die jungen Spieler immer in so großen Vereinen. Wie ist jetzt der Übergang vom Jugendbereich in den Männerbereich? Weil dieser Schritt ist unheimlich schwierig, auch für die Top-Talente, ob das Man City ist, Arsenal, Chelsea, Bayern München. Die machen sich Gedanken, die wollen Spielpraxis haben und vor so einer Entscheidung steht er jetzt auch. Aber für Chelsea ist das natürlich nochmal ein Spieler, der das ganze Jugend, das Ausbildungssystem präsentiert, wenn ich mal so einen Spieler rausbringe. Und dann will man den natürlich auch langfristig verlängern. Und er hat jetzt in den letzten Wochen in der Europa League sowieso immer gespielt, auch in der Premier League einen oder anderen Einsatz gehabt. Sarri hat sich dazu geäußert, das ist die Zukunft des Vereins. Also da stärkt man den Spieler natürlich jetzt auch langsam. Und da wird man sehen, was in den nächsten 6 Monaten passiert. Also das wird sicherlich nicht einfacher für den FC Bayern. Aber andererseits ist es auch so, dass die englischen Vereine traditionell eigentlich keine Spieler ablösefrei gehen lassen, sondern dann sagen sie lieber im Jahr vorher, also 2020 läuft der Vertrag aus. Und dann verkaufen sie lieber 2019 für richtig viel Geld noch, als dass sie ihn ein Jahr später ablösefrei gehen lassen. Also was Dortmund damals mit Lewandowski gemacht hat, ich kenne keinen englischen Verein, der sowas machen würde. Dann lieber verkaufen im Sommer. Also und natürlich kann es aber jetzt sein, die Bayern haben ihr Interesse bekundet. Da sagen natürlich auch alle anderen Top-Vereine in Europa, den gucken wir uns mal genauer an. Da ist nichts entverhandelt. Also von daher werden auch jetzt andere Vereine vielleicht auf ihn aufmerksam werden. Der Spieler sitzt zurzeit in England und sagt, also wenn ich das so ein bisschen beurteile, was der Michael ja auch gesagt hat, dann wird Chelsea wahrscheinlich die besten Karten haben. Ja, das glaube ich auch. Eben mit ihm zu verlängern. Ja, Spielzeiten wird er bekommen, das Vertrauen wird er bekommen, auch öffentlich. Ne? So wie du ja gerade gesagt hast, Trainer hat gesagt, in der Öffentlichkeit, das ist unsere Zukunft des Vereins. Und das ist ein gutes Gefühl. Damit spürst du Vertrauen. Und wenn junge Spieler dieses Vertrauen bekommen, von der Clubführung und auch vom Trainer, dann spricht eigentlich überhaupt nichts dagegen, langfristig den Vertrag eben zu unterschreiben. Das hat den Bayern natürlich auch nicht gut getan, dass Sarri dann gesagt hat, das ist unprofessionell, was die Bayern gemacht haben und sich da bitterlich beschwert hat über die Bemühungen der Bayern. Da sah Hasan Salihamidžić auch wieder nicht gut aus. Und wenn ich dann jetzt höre, dass Karl-Heinz Rummenigge sagt, der Hasan, der erinnert mich an den jungen Uli Hoeneß, bei dem hat so mancher Transfer auch nicht in der ersten Runde geklappt, sondern erst in der zweiten. Braucht Hasan Salihamidžić wirklich diese verbale Unterstützung von Karl-Heinz Rummenigge? Muss man ihn wirklich mit Uli Hoeneß, der Manager schlechthin, der in Sachen Fußballmanagement die Nummer 1 war und ist, Hasan mit ihm zu vergleichen, das tut ihm einfach nicht gut. Da merkt man einfach, da wird jetzt schon wieder vorgearbeitet, wenn es dann im Sommer klappt mit Hudson-Odoi oder Lucas Hernandez, dann heißt es, eins steht auf jeden Fall fest, Pavard kommt im Sommer, ne? Das können wir schon mal sagen. Und vielleicht noch der ein oder andere. Aber die Bayern haben momentan 7 Punkte Rückstand auf den BVB. Und Ruth sagt uns gleich mal, ob das überhaupt aufholbar ist. RB
erfrischend nüchtern betrachtet. Die Doppelpass-Analyse wird präsentiert von Klaus Thaler Alkoholfrei. Die Bayern waren ja eigentlich ganz gut unterwegs bis vor dem Leverkusen-Spiel. Da hatten sie 7 Siege in Folge. Jetzt sind es aber insgesamt schon in dieser Saison genauso viele Punktverluste und Niederlagen wie in der kompletten Vorsaison. Das nur mal so zum Vergleich. Auf sport1.de gibt es in einem schönen Kommentar von Jörg Krause auch nachzulesen, warum da jetzt momentan mehr heiße Luft beim FC Bayern herrscht als wirklich diese Angriffsoffensive. Denn sie hatten ja tatsächlich eigentlich mehr vorgehabt auf dem Wintertransfermarkt. Jetzt hat sich Manuel Neuer verletzt etc. Gerne da mal nach. Lesen und auf die Frage von Thomas, wie das denn mit diesen 7 Punkten vor allem in der Historie bislang aussah. Ja, das wurde schon mal aufgeholt, 2-mal sogar, allerdings nie von den Bayern, sondern vom VfB Stuttgart 2007, da haben sie die Schalker noch eingefangen, und vom VfL Wolfsburg 2009. Und interessant ist, dass damals die Hertha noch eingefangen wurde mit dem Trainer Lucien Favre. Also der Borussia-Coach weiß, dass diese 7 Punkte durchaus noch verspielt werden können. Und damit geht es doch direkt mal zum Thema BVB, würde ich sagen. Erfrischend nüchtern betrachtet. Die Doppelpass-Analyse wurde präsentiert von Klaus Thaler Alkoholfrei. Ja, wir machen weiterhin Tabellenführer. Und man möchte meinen, auch so geht's. Nicht gewinnen und trotzdem einen Riesenschritt Richtung Titel machen. Denn durch das Unentschieden gestern in Frankfurt ist der Vorsprung jetzt auf 7 Punkte angewachsen. Auf die Bayern und... nicht zu vergessen, da ist ja noch eine Mannschaft, über die wir später noch reden, Borussia Mönchengladbach. Ein Punkt ist ein Punkt, klar. Aber nach einer tollen ersten Halbzeit, der klasse Vorarbeit von Guerrero und dem Führungstreffer durch Reus, wäre da nicht viel mehr drin gewesen für den Tabellenführer? Weiter, rief Trainer Favre seinen jubelnden Spielern zu und sie machten weiter. 13 Tore Mann Reus. Top-Chancen im 2-Minuten-Takt. Doch irgendwann fand der torhungrige Sturm von Trainer Hütter seinen Rhythmus. Den Ausgleich von Rebic verhinderte gerade noch so BVB-Keeper Bürki, der kurz darauf machtlos war, bei Jovic 14. Saisontreffer. Jovic kam dabei Aller zuvor, dem dritten so gefährlichen Angreifer. Also alles schiedlich friedlich nach einer nicht mehr ganz so aufregenden zweiten Hälfte. Beide bleiben ungeschlagen. Aus BVB-Sicht kann man über dieses Unentschieden aber schon diskutieren. Waren die Schwarz-Gelben nicht mutig genug, um den Dreier zu erzwingen? Oder war es ungemein clever, sich mit einem Remis zufrieden zu geben? Einfach gefragt, ein gewonnener Punkt oder doch 2 verlorene? Ich habe es am Anfang gesagt, Herr Bett, du warst vor Ort. Ja, vor Ort, ja. Kann man sagen, 2 verschiedene Halbzeiten gesehen? Es war ein tolles Spiel, es ging hin und her. Und Borussia Dortmund, nach dem Führungstor hatten sie 15 Minuten, in denen sie 2-3 glasklare Chancen rausgespielt haben und waren auf der Gewinnerstraße. In der zweiten Halbzeit war davon nichts mehr zu sehen. Da war es so, dass doch Eintracht Frankfurt die Dominanz des Spiels übernommen hat und dem Siegtreffer näher war als Borussia Dortmund. Aber es war insgesamt gesehen ein Offensivspektakel. Und die Zuschauer sind alle sehr, sehr zufrieden gewesen. Es ist aus Dortmunder Sicht hypothetisch. Sie werden immer sagen, wir hätten diese Reus-Chancen, die hätten wir nutzen müssen, dann wären wir als Sieger vom Platz gegangen. Das ist richtig. Aber es hätte auch in die andere Richtung umschlagen können. Eintracht Frankfurt hat hervorragend nach vorn gespielt, mutig nach vorn gespielt. Und von der Dortmunder Konterherrlichkeit und von dem Offensivspiel der Dortmunder war leider ab der 60. Minute nichts mehr zu sehen. Gestern konnten die Dortmunder sich auch bei ihrem Torwart Bürki bedanken, der eine sehr gute Partie gezeigt hat, wirklich tolle Paraden gezeigt hat, der sowieso in dieser Saison wesentlich besser ist, also sich stark verbessert hat im Vergleich zu der vorangegangenen Spielzeit. Ich weiß nicht, ob das nur daran liegt, dass er einen neuen Torwarttrainer hat, aber ist auf jeden Fall wirklich ein Matchwinner, also einer, der hinten auch mal Punkte festhält. Und den brauchst du natürlich. In Dortmund wird immer so viel über die Offensive gesprochen, aber auch er macht echt einen super Eindruck zurzeit und sehr gefestigt und hat kaum Ausreißer. Gut, und Ruth, Roman Bürki ist, wie soll ich sagen, erfolgshungrig. Er war nicht so ganz zufrieden mit dem Ergebnis. Er hat nämlich am Ende gesagt, er hätte tatsächlich gerne gewonnen. Dann wäre es ein Top-Wochenende gewesen. Aber so fehlt ihm dann tatsächlich immer noch der Sieg. Das ist natürlich dann ein Sportsmann. Ne? Ehrgeizig, da gibt man sich nicht mit einem Punkt zufrieden. Aber es stimmt, 5 parierte Bälle, also wahnsinnig gutes Spiel gemacht. Und da waren ja auch ein paar schwere Paraden dabei. Also Roman Bürki sicherlich der Rückhalt.
Also wenn es 9 Punkte gewesen wäre, muss man auch mal so einfach sagen, so, wieder nicht verloren, ein Punkt in Frankfurt ist ja auch nicht so schlecht. Ne? Ach, ich glaube, das hätten alle unterschrieben in Dortmund, wenn sie, wenn sie nach dem Spieltag gewusst hätten, dass wir die Führung ausbauen. Hundertprozentig. Also ich denke, trotzdem auch 2 schwere Auswärtsspiele mit Leipzig dazu. Und da hat man gesehen, so gewinnst du Meisterschaften, dass du diese Spiele nicht verlierst. Ne? Das ist ein Zeichen auch an die Konkurrenz, ein Zeichen auch an die eigene Stärke. Nicht immer Hurra-Fußball, den sie ja auch in der Hinserie größtenteils gespielt haben, auch erfolgreich, attraktiv. Ne? Sie haben jetzt unter Favre auch gelernt. Ich komme wieder zurück auf die 2 Sechser, die das Ding im Griff haben dort. Stabil zu stehen und auch mal einen Punkt mitzunehmen und eben nicht ins offene Messer zu laufen. Da haben sie sehr schnell gelernt und sind in dieser Saison und sind sehr stabil geworden. Und deswegen haben sie auch einen 7-Punkte-Vorsprung. Und ich glaube auch, dass, dass sie sich das nicht mehr nehmen lassen werden. Ja, sagst du? Okay. Stefan, schauen wir mal auf das Führungstor für Borussia. 13. Saisontor von Marco Reus. So, da Witzel hat den Ball. Ja, genau. Und dann geht's schnell. Vertikales Spiel, wenig Kontakte. Das macht Guerrero natürlich Weltklasse. Hat ein Stück weit Glück, aber die Vorarbeit war eigentlich zu 70% das Tor. Reus braucht nur den Fuß hinhalten. Ja, da sieht man, vertikales Spiel, zack. Ein genau, wenig Kontakte. Aber Reus geht wunderbar, richtige Laufweg, genau. Da hat er ein bisschen, da wurschtelt er sich halt gut durch. Ja, ne? Aber er hat den Blick noch, ne? Also waren viele Spieler drumherum, aber er hat den Blick noch, eben quer zu legen. Ja, und zu dem Zeitpunkt, du warst ja im Stadion, verdiente Führung für Dortmund, absolut. Da sehen wir es nochmal, also da durch die Beine dann. Ne? Marco Reus hätte das Spiel entscheiden können, wir haben ein paar Chancen von ihm danach auch gesehen. Ja, er hat natürlich unwahrscheinlich viele. Ne? Also er hat sich für ein Auswärtsspiel gestern super bewegt, also er hat wirklich... Was heißt denn für ein Auswärtsspiel? Naja, zu Hause du bist ja auswärts ein bisschen anders wie zu Hause. Also so, du bist schon als Offensivspieler in anderen Positionen. Die gegnerische Mannschaft steht tiefer, gerade in Dortmund. Da hast du weniger Platz und da ist es schwerer. Aber er hat dann ein Näschen dafür und hat wirklich sich im richtigen Moment fallen lassen, die Doppelpässe sich anspielen lassen und dann mit seinem Tempo wirklich seine Stärke genutzt, mit Tempo in die Spitze zu gehen. Also das sah sehr gut aus, hat sowieso... diese Saison einen Riesenschritt für mich, einen persönlichen Schritt gemacht in seiner Persönlichkeitsentwicklung. Nach vielen auch schwierigen Saisonen, verletzungsbedingt teilweise, hat er an seiner Klasse gab es ja nie irgendwelchen Zweifel. Aber hat wirklich Persönlichkeit, Kapitän geworden und super Saison bisher. Tut er so eine Binde auch mal ganz gut dann noch zusätzlich? Ja, ich glaube, das war das i-Tüpfelchen für Marco Reus, schon, dieses Vertrauen zu bekommen von Favre, zu sagen, du bist jetzt hier der Anführer und ich glaube, das war ein gutes Gefühl. Das spricht für Vertrauen und das hält er zurück. Ich meine, dass er die Klasse hat, darüber brauchen wir nicht reden. Verletzungsfrei, du hast es gesagt, ist natürlich enorm wichtig. Aber du spürst im Allgemeinen bei Borussia Dortmund, die haben richtig Spaß am Fußballspielen. Bei Bayern wird das ein Stück weit gearbeitet. Bei Dortmund macht es einfach Spaß. Sieht leichter aus. So leichtfertig und so. Obwohl sie auch viele enge Spiele hatten, das dürfen wir nicht vergessen. Ne? Also. Ja, aber wenn du dann oben stehst, und Glück kann man auch erzwingen, sagt ja Jupp Heynckes immer wieder. Und das tun sie in den entscheidenden Spielen. Glück kann man auch erzwingen. Komm, wir haben lange kein Geld eingezahlt. Ja. So, gleich geht's weiter mit dem Titelkampf hier. Bei uns, wir müssen dann noch aufs Abendspiel schauen, auch über Borussia Dortmund sprechen wir noch ein bisschen. Und neue Gäste, Guido, vielleicht kannst du mal, Guido. Einmal dich drehen. Dreh dich mal. Doch, noch aus. Ja, hast du sie schon? Da, guck mal, da sind sie ja. Bist du gleich Olaf vorbei? Thun, Robert Peters sind kommen endlich zu uns. Kommt mal schon mal rein. Mal eine kurze Pause, Stühle dazu, dann geht's gleich weiter. Hi von Adel und Band live aus dem Hilton Hotel am Münchner Flughafen beim Check24 Doppelpass. So, große Runde haben wir jetzt hier. Wir begrüßen noch mal ganz herzlich unseren Sport1-Experten und den Weltmeister von 1990, Olaf Thun. Olaf. Danke. Und den Leiter der Rheinischen Post, Robert Peters. Robert, hier herzliches Willkommen. Wir haben gerade so ein bisschen Titelkampf gesprochen, waren bei Borussia Dortmund. Du hast gerade gesagt, die Bayern arbeiten eher für den Erfolg und bei Dortmund ist es spielerisch etwas stärker. Erklär uns das noch mal genau. Woran machst du das fest? Ja, die Spielfreude einfach, die man sieht, vor allem bei Borussia Dortmund. Ja, das ist natürlich die Philosophie auch ein Stück weit von Favre, eben mit dem Tempo, was sie haben, dieses schnelle Umschaltspiel. Mhm. Und bei Bayern München ist es ein Stück weit halt, sag ich mal, statisch, Ballbesitz nach wie vor.
Und das sieht halt ein bisschen anders aus. Also die Bayern müssen für ihren Erfolg hart arbeiten, das müssen die Dortmunder auch, aber bei Dortmund sieht das halt ein bisschen leichter aus als beim FC Bayern. Woran liegt das? Weniger Druck. Ja, Druck ist schon drauf bei Borussia Dortmund jetzt. Also, ja. Aber ja, das war am Anfang nicht so, ne? Nein, es sind vielleicht auch die Spielertypen. Ne? Ja, also die Spielertypen nicht. Und diese Euphorie, die sie von Anfang an mitgenommen haben in die Saison. Und das zieht sich ja komplett durch bis Stand heute. Und das sieht man als Zuschauer. Also mir macht das auch Spaß, den Dortmundern zuzuschauen beim Fußballspielen. Ja, ich möchte auch nicht gegen die spielen. Du hast wiederum gesagt, die beiden Sechser bei Dortmund, das sind für dich die entscheidenden Spieler. Ja. Ja, weil Dortmund genau erkannt hat, wo sie ein Problem haben oder wo sie was machen können, um die Mannschaft zu verbessern. Sie haben sehr talentierte offensive Spieler, auch in der Vergangenheit schon gehabt. Mhm. Aber die Stabilität, auch unter Bosch haben wir ja drüber gesprochen, das hat überhaupt nicht gepasst. Die Balance im Spiel und da hat man was gemacht. Und mit Witzel und Delaney hat man dort zwei Spieler installiert, die auch die Persönlichkeit mitbringen, die Ausstrahlung haben. Und das ist ein kleiner Baustein gewesen, aber mit großen Auswirkungen. Mhm. Haben wir das gestern auch gesehen? Auch wenn sie vielleicht nicht so effektiv immer sind, aber sie stehen gesehen, da halt. Ja, ne? Und sie haben auch mit hohem Tempo gespielt. Aber dann hat man auch gesehen, dass dann Sancho auch ein bisschen die Lust am Spiel verloren hat, weil die Frankfurter ihn auch zugesetzt haben, sie gebissen haben. Und da habe ich ein bisschen Resignation und ein bisschen Zurückhaltung erkannt. Also sie haben dann ihr Spiel nach der 60. Minute überhaupt nicht mehr durchsetzen können, weil sie auch ein bisschen niedergekämpft worden sind. Also ich sehe das nicht ganz so optimistisch, was Dortmund angeht. Ich glaube, dass sie auswärts doch noch Probleme bekommen. Olaf, wir haben eben die Frage gestellt, gewonnener Punkt für den BVB oder haben sie zwei liegen lassen? Ich habe auch die Aussagen von Reus und von den anderen gehört. Die hätten natürlich gerne gewonnen, vor allen Dingen, wenn Bayern nachlässt. Aber ich möchte noch mal darauf eingehen, woran das liegt, dass es bei Dortmund besser läuft und einfacher, weil die Freude auch einfach mehr da ist, weil Problemspieler wie Weigl zum Beispiel, der kommt auf einmal auf einer Position, die man ihm so nicht zugetraut hätte in der Viererkette oder Dreierkette, je nachdem, was sie spielen. Im Zentrum hinten funktioniert der. Ein Mario Götze ist oft in der Startaufstellung oder macht auch Tore. Er funktioniert. Und über das Mittelfeld hast du ja gerade schon gesagt, die Leute, die sind sehr wichtig. Und das ist das Problem bei anderen Mannschaften. Vielleicht kommen wir da gleich auf Schalke nochmal. Ganz sicher sogar. Und, aber auch bei Bayern München, so zentrale Köpfe ja. Im Mittelfeld, wie Stefan, ne, und du auch. Ihr wart zentrale Figuren, die das Heft in die Hand genommen haben. Ja, und so, was fehlt gerade jetzt auch bei Bayern München? Mhm. Wie siehst du es? Die 7 Punkte sind ja jetzt immer schon... Ja, ich finde, 7 Punkte ist schon eine ganze Menge. Die toll, ne? Bei Stefan, ja, so, die spielen eigentlich einen so frischen Fußball, dass sie sich auch selber irgendwo in ihre Form hineingesteigert haben. Ich glaube, die sind auch noch nicht an der oberen Grenze angelangt, die Dortmunder. Ich glaube, da kommt noch eine ganze Menge mehr. Dafür sorgt schon Favre, weil er meines Erachtens genau der Typ ist, den die brauchten als Trainer. Einer, der diese jungen Leute führen kann und besser macht. Und der so ein Spieler wie den Reus, da hat er vielleicht schon drüber geredet, aber den hat er ja wieder zu einer Form geführt oder zu einer Form geführt, die der, glaube ich, noch nie hatte. Also einen Punkt haben wir vergessen, was ganz wichtig ist bei Borussia Dortmund. Wir sind jetzt ein bisschen auf die Spieler eingegangen. Ich glaube, die Verpflichtung Matthias Sammer im Kompetenzteam und auch Sebastian Kehl, glaube ich, das sollten wir nicht unterschätzen. Ich glaube, dass die beiden auch sehr wohl dazu beitragen, Favre zu unterstützen und dass die Dortmunder im Endeffekt diesen Fußball zeigen. Und dadurch kann ganz Favre sich komplett auf die Mannschaft konzentrieren, was er halt am liebsten macht, wird nicht abgelenkt. Absolut. Und dann dieser Schachzug, Reus zum Kapitän zu machen, überragend. Ja. Ich gehörte auch denen, die im Sommer gedacht haben, Also Michael Zorc muss doch unbedingt genannt werden. Ja. Michael Zorc hat doch wunderbar diese Dortmunder Mannschaft ergänzt. Nicht nur ergänzt, sondern Volltreffer gelandet. Nein, das meine ich nicht. Aber er muss es ja akzeptieren. Also bei aller Liebe zu Matthias Sammer. Ja, nein. Was ich ja meine, ist, das ist ja großer Sport von Zorc. Aber er muss das ja auch akzeptieren, dass zwei noch dazukommen. Mit Sebastian Kehl, mit einem Matthias Sammer. Und ich glaube, das ist perfekt. Also ja, dieser Verbund klappt absolut wunderbar. Aber einen haben wir vergessen an der Spitze, Aki Watzke. Der in einem Interview vor ein paar Tagen gesagt hat, gut, dass ich damals an Michael Zorc festgehalten habe, als er in der Kritik stand, ist 10 noch länger her. Nee, und er hat sich damals da durchgebissen und hat auch gesagt, das ist der richtige Mann mit der DNA Borussia Dortmund. Also deswegen in Dortmund haben sie fast so eine große Aber Runde jetzt mal, wie wir hier. Darfst du das sagen als Schalker? Was? Dass die Dortmunder so gut sind? Natürlich doch. Okay.
Stefan, das Problem ist nur, Thomas, das Problem ist nur, Schalke sucht diese Leute noch. Ja, und ich habe es ja auch anscheinend oft gesagt, bei den Schalkern, klar, die werden das nicht mögen, aber wir wollen doch endlich mal einen neuen deutschen Meister, ne? Bin aber bei Heribert, der recht hat, Dortmund ist noch nicht durch, ne? Denn wir haben ja jetzt auch eine dritte Mannschaft, die auch galoppiert, ne? Ja, sie haben auch den Ausgleich bekommen und damit sind wir wieder beim Spiel. Ja, ich meine, Frankfurt hat ja auch drei Kracher da vorne. Stefan, schauen wir auch noch mal auf die Situation. Da hätte es schon klingeln können. Latte. Ja, gut, und dann, hier, dann haben wir wieder so ein Zweikampfverhalten. Da Kostel setzt sich natürlich super durch, Flankenpunkt genau. Und ich muss sagen, das machen nicht viele. Also mit der Außenseite, glaube ich, macht er den noch rein. Das Schlimme ist, Allaire steht dahinter. Der hat links schon, auch reingehauen. Ne? Die drei Jungs sind schon stark, aber Frankfurt lebt auch nicht nur von diesen dreien da vorne, sondern sehr wohl auch von, dass ein Trapp verpflichtet wurde. Hasebe, der eine super Saison spielt. Also das sind schon verschiedene Faktoren. Und für Stefan und Jochen extra wieder die Linie eingezeichnet. Video, ne? Was hast du gesagt vorhin? Video? Wie heißt das? Behauptung. Videobehauptung, ja. Ich habe was gelernt heute. Lernst du Videobehauptung. Also kein Abseits. Kein Abseitsausgleich. So, dann 67. Minute. Noch eine Chance für Borussia Dortmund. Gerade schon angesprochen, die Torhüter. Beide Torhüter wären stark. Alcázar. So. Das ist Trapp. Hat die erste Situation in der ersten Halbzeit, als Reus alleine auf ihn zugeht. Trapp hat eine wunderbare Fähigkeit, wenn ein Spieler alleine auf ihn, ich habe ihn ja ein paar Jahre gehabt, alleine auf ihn zugeht, hat er ein intuitives Gespür dafür. Wie, du hast ihn gehabt? Er war Spieler. Aber Spieler bei dir, er war Spieler bei Eintracht Frankfurt und ich war auch bei Eintracht Frankfurt. Und da hat er schon immer wieder bewiesen, dass das eine seiner großen Stärken ist, das Verkürzen und genau richtig stehend. Und das hat er da auch wieder unter Beweis gestellt. Und ein sehr guter Torwart ist natürlich auch die Voraussetzung dafür, dass es bei Eintracht Frankfurt aufwärts geht, tabellarisch. Olaf, 84. Du hast ja auch gerne Freistöße geschossen, ne? Wenn ich dran kam. Ja, war nicht so einfach. Ne? Musste sich immer vordrängeln. Ne? Klaus Augenthaler war immer so ein Problem. Ja, ja gut, der hat aber mehr mit Vollspann. Ne? Du hast mehr mit der Innenseite, oder? Guck mal hier. Aber das sind eigentlich Positionen, wo der Ball auch nicht rein darf. Dafür ist auch ein Torwart zuständig, solche Bälle auch zu halten. Und ich weiß nicht, ob ihr das Bayern-Tor schon gesehen habt, Ulreich. Mehrmals haben wir es gesehen. Und, da kann man sagen, okay, der geht ein Stück in die Torwart-Ecke, darf er halt nicht machen. Ne? Das haben wir auch so gesehen. Ja, auch, siehst du, hast du nichts verpasst an der Stelle. So, und kein Wochenende vergeht, ne? Ohne dass wir den Trainer von Borussia Dortmund hören, Lucien Favre. Und zwar wurde angesprochen auf der Pressekonferenz, ob er denn gewusst hat, wie es bei den Bayern steht. Und da hat er Folgendes zugesagt. Inwieweit haben Sie die Anzeige aus dem Spiel in Leverkusen verfolgt und die Zwischenstände dort? Und inwieweit hat Sie das vielleicht auch in der Schlussphase beeinflusst, zu sagen, jetzt nicht volles Risiko auf den Siegtreffer zu spielen, sondern auch mit dem Punkt vielleicht zufrieden zu sein? Ja, wir haben uns überhaupt nicht konzentriert auf Ergebnis von Leverkusen-Bayern. Wir wussten, es war 1-0 für Bayern. Nachher wusste ich nicht. Und ich habe, ja, Sie haben recht, einmal geschaut und es war ein Tor so. Einmal 10 Sekunden habe ich meine Konzentration aufs Spiel verloren. Es war 1-1. Nachher nicht mehr, bis Schluss. Am Ende habe ich festgestellt, das ist 3-1. Wer schüttelt die ganze Zeit im Kopf? Warum? Das glaubt er doch wohl selber nicht, was er da gesagt hat. Ja? Ich bin ja nur mal im Stadion gewesen. Und kaum, dass es, also bevor es Pling gemacht hat, war schon Jubel in der Dortmunder Kurve. Also wenn er das nicht mitgekriegt hat, dann muss er geruht in sich selbst geruht haben. Ja? Also das ist ja der Einzige im Stadion, der das nicht mitgekriegt hat. Kann ja passieren. Aber ist ja schon anderen passiert. Hat denn jemals ein Trainer was anderes gesagt? Hat denn jemals ein Trainer gesagt, ja, ich habe ständig auf die Anzeigetafel geschaut? Ja, aber da oben in Frankfurt ist doch dieser große Würfel, ne? Da ist das, doch, auch das kann man auch ganz deutlich sehen. Ja, selbstverständlich. Also eigentlich ist es ja die Pflicht von einem Trainer zu wissen, wie es auch bei einem unmittelbaren Konkurrenten steht. Das sind Schauspieler. Also ist ja nichts Schlimmes, das zuzugeben, oder? 51.500 Zuschauer und 51.499 haben das mitgekriegt.
und der Lüsschen hat es eben nicht mitgekriegt. Ich sage, der weiß es heute noch nicht. Sind wir Tabellen verloren? Stefan Effenberg hat 2000 gegen Bremen gespielt und ständig geschaut, was in Haching los ist. Man hin. Ich glaube, da gibt es ja sogar eine Szene, wo dann gejubelt wird auf dem Feld. Ja, klar, jetzt kriegst du das mit, das ist so logisch. Ja, das war natürlich da sorgen ja die entscheidende Zuschauer für. Ja. Also Favre stand gestern kurz vor Ende des Spiels an der Seitenlinie und hat immer so gemacht, also ruhig Jungs, wir sind mit dem Punkt zufrieden. Ja. Möglicherweise hat er doch irgendwas gehört. Das ist reine Imagepflege, das macht er, weil er weiß, dass man es von ihm erwartet. Ja, aber ist doch schön, er versucht immer wieder mit uns. Ne? Ist doch gut, oder? An der Stelle. So, Ruth. Wir haben noch was zu klären. Ne? Ja, und Lucien Favre kann ja ganz gelassen bleiben. Es sind 7 Punkte Vorsprung und wir wollen die Frage der Woche auflösen. Liebe Zuschauer, können das die Bayern noch aufholen? Können sie den Titel verteidigen? Sie sehen unser Live-Voting schon. Nur 30% glauben daran, 70% sagen, nee, das wird nichts mit der Meisterschaft in diesem Jahr. Sagt zum Beispiel auch Fabrizio, der denkt, der Zug ist abgefahren, weil den Bayern die Konstanz im Spiel fehlt und die anderen Mannschaften mittlerweile wissen, wie man die Bayern ärgern kann. Auch hier heißt es, mit der aktuellen Einstellung reicht das auf keinen Fall. Maximal 45 Minuten Leistung reichen nicht. Und Konrad lehnt sich weit aus dem Fenster, indem er meint, mit viel Abstand gewinnen werden sie die Meisterschaft nimmer. Aber er rechnet eben mit einem Herzschlag-Finale. Jetzt wollen wir Sie noch hören, liebe Zuschauer, am Dopafon. Natürlich wird Bayern München seinen Titel nicht verteidigen können, da Borussia Dortmund eine viel zu konstante Leistung dieses Jahr zeigt. Dortmund hat eine junge Mannschaft und da ist es besonders am Ende der Saison viel Kopfsache. Bayern hat da meiner Meinung nach viel mehr Erfahrung. Zudem muss Dortmund noch auswärts nach München und nach Gladbach. Zurzeit muss ich sagen, ist Dortmund so stark, da schafft es der FC Bayern München nicht mehr. Die stabilere, souveräne und erfolgreichere Mannschaft ist Dortmund und sie haben es mehr als verdient. Nach dem nun langweiligen letzten 6 Jahren mit den Bayern als Meister wird es Zeit, dass vielleicht nun Dortmund mal wieder an die Spitze gelangt. Nun, ob Bayern die Dortmunder noch einholen wird, ist eigentlich völlig egal, weil der lachende Dritte ist jetzt schon Zweiter. Genau. Das dürfen wir nicht unterschlagen. Also, Tabellenzweiter ist im Moment Borussia Mönchengladbach. Gestern 2:0 Sieg auf Schalke, sehr zum Leidwesen von Olaf, der es wahrscheinlich live miterlebt hat. Darüber reden wir sofort nach nur einem einzigen Spot. Gut, zweimal war sie ungeschlagen, die Schalker. Also kein schlechter Start in die Rückrunde. Aber nach dem 0:2 gestern gegen Gladbach sprechen die nackten Zahlen eine ganz andere Sprache. In diesem Jahrtausend sind die Königsblauen noch nie so schlecht dargestellt. Der Dirigent Gestenreich, sein Orchester erstarrt nach der 6. Heimniederlage. Natürlich hatten sie gegen die Gladbacher auch Pech gehabt. Kramers Schuss, ideal abgefälscht vom Handrücken von Neuhaus, der kurz darauf selbst traf. Ein Tor der Marke irgendwie, aber die Entscheidung. Und Torhüter Fährmann? Chancenlos. Ja, Fährmann, den Trainer Tedesco vor kurzem degradiert hat und den er plötzlich wieder braucht, weil Nübel, die neue Nummer 1, notbremsenrot sah. Dazu kommen Verletzungsprobleme. Und was die Neuzugänge so drauf haben, ist schwer zu sagen. Bruma blieb auf der Bank. Matondo hatte in 20 Minuten Spielzeit keinen einzigen Ballkontakt. Der junge Waliser wird Zeit brauchen, auch um zu verstehen, was der neue, leidenschaftliche Dirigent von ihm will. Und Tedesco muss seinem Team nicht nur die richtige Atem-, sondern auch Schusstechnik vermitteln. Denn harmloser als Schalke 04, das geht kaum. Und nach dem nächsten Rückschlag auf dem Weg ins Liga-Mittelmaß steht zu befürchten, die Königsblauen verkommen zur grauen Maus. So, Schalke kommt nicht von der Stelle. Aber sie hadern natürlich auch immer wieder mit den Schiedsrichterentscheidungen. Olaf, wir schauen mal auf diese Szene. Der Trainer hat sie als die Schlüsselszene des Spiels bewertet, die rote Karte gegen Alexander Nübel. Gibt es erstmal einen Foul oder auch nicht, das klären wir gleich, ganz in Ruhe. Und dann da ständig der Kapitän. Stefan macht das clever, ne? Oder? Ja. Kann man das so sagen? Ja, sehr clever, ja. Dann hier, was sagst du? Keine Diskussion, ne? Nein, keine Diskussion. Olaf hat es auch sofort gewusst im Stadion. Man hat es gespürt. Ist natürlich ein super Laufweg von Hazard gewesen, toller Pass. Und Sané hätte einfach den Ball, wie man das so oft macht, nicht hinlegen sollen, 10 Meter
sondern einfach hochschmeißen und alle wären irgendwie wieder bereit gewesen. Aber so standen sie ja auch relativ gut. Müssen vielleicht einen Meter noch rausgehen oder alle einen Meter zurück oder 5 Meter zurück, dann wäre nichts passiert. Dann hätte auch Nübel die Chance gehabt, rauszukommen. Aber so war perfekt gemacht. Und über die Entscheidung, rote Karte, muss man, glaube ich, nicht diskutieren. Aber es wurde diskutiert über diesen Freistoß. Klar. Na? Und der Videobeweis hätte da durchaus auch einschreiten können. Die das heißt nicht mehr Videobeweis? Videobehauptung. Ja, ihr seid leider auf dem Rollfeld gestanden und habt das nicht mitgekriegt. Aber bei so einer Szene schaltet sich der Assi nicht ein. Ist keine gravierende Szene, ist eine Freistoßentscheidung im Mittelfeld. Auslegungssache. Ne? Das ist... Naja, aber die Konsequenz... Naja, aber aus Schalker Sicht hast du es ein bisschen anders. Die Konsequenz ist natürlich tragisch, aber das ist nicht genügend. Dann musst du ja bei jedem Einwurf am Ende... Also guck mal, hier kommt es jetzt nochmal. Komm, hier ist es nochmal. So, also da wird das Foul gepfiffen. Aber wir sind in der gegnerischen Hälfte. Olaf, du sagst, Sané muss einfach den Ball da rein. Einfach den Ball nehmen und da hinten schmeißen, dann bekommt er vielleicht die gelbe Karte oder was auch immer. Aber ich war auch ein Traumpass. 12,50 Meter weiter. Schnelle Aktion. Und ich meine, ich hätte auch gestern im Fernsehen auch die Gladbacher das nochmal, haben die nochmal Revue passieren lassen und haben gesagt, dass das auch gezielt trainiert wird, die schnelle Ausführung von Freistößen. Und da hat Schalke gepennt. Wobei, so schnell war es ja gar nicht. Ja, so schnell, er hat auf den richtigen Moment gewartet, bis der querläuft. Ne? Und wenn der gegnerische Spieler dir noch den Gefallen tut und dann den Ball noch etwas weiter zum eigenen Tor hinlegt, ja. Und das ist ja auch... Aber 12,50 Meter ist ja schon ein ganzes Stück. Ja. Ne? Also seid mir nicht böse jetzt, oder? Ja, aber dann... Weil du sagst, das ist keine klare... Das ist gravierend. 12,50 Meter sind gravierend. Aber es kommt ja noch hinzu, dass der Schalker Junge, der Sanne, den Ball da hinlegt. Ja. Ja. Das ist ein Abschalter. Es gibt ja zwei Möglichkeiten, wenn du im Spiel drin bist. Entweder genau, du wirfst den Ball hoch und orientierst ihn nach hinten oder irgendeiner stellt sich vor den Ball. Stellt sich vor den Ball, richtig. Bis der Schiedsrichter sagt, so, jetzt gehen wir die 9 Meter Abstand da zurück. So. Aber das haben sie nicht gemacht, von daher. Das ist doch erste Stunde. Sie haben erste viel gelernt, Klasse, glaube ich. Auch genau. Das muss doch jeder Schalker wissen. Und Sané trabt ja, und der Ball fliegt über ihn weg. Hat er immer noch nicht gesehen, dass ein Ball unterwegs ist. Ja, und der eine hat sich dann auf den anderen verlassen. Und da war die Zuordnung nicht. Dann packt er weg. Ja, du sagst gar nichts dazu, oder was? Eindeutig. Naiv ist es einfach, ne? Also. Das ist ein bisschen repräsentativ, wie sie Fußball spielen im Moment. Einfach, wie gesagt, das lernt man schon in der Jugend, dass man sich da vorstellt oder vielleicht den Ball ein bisschen nach hinten wirft. In dem Fall war das wirklich geschlafen, komplett. Okay, der Trainer hat sich aber folgendermaßen dazu geäußert. Es ist so ein bisschen die Summe von allem. Wissen Sie, in den ganzen Spielen passiert uns das immer wieder. Man kann über die Situation sprechen, das sind 50-50 Situationen, aber diese Saison ist es extrem oft eben gegen uns. Deswegen ist es kein Vorwurf an gar keinen, aber für uns extrem bitter, extrem. Also Jochen, du hast nochmal gesagt, ne? Dafür ist der Videobeweis gar nicht zugelassen sozusagen. Ja, da gibt es halt bestimmte Situationen und von daher muss da der Assi nicht eingreifen. Der Schiedsrichter hätte sagen können, bitte den Ball zurück, gelbe Karte für den Schalker. Klar, aber natürlich sieht man auch bei der Szene, dass 2 Meter neben dem Ball ein Schalker steht und protestiert. Ja, der hätte einfach, wie gerade hier schon gesagt wurde, einfach sich da vorstellen müssen, passiert nichts. Aber Domenico Tedesco hat ja eigentlich gesagt, so, wir werden immer benachteiligt oder in der Mehrzahl. Olaf, will er da ein bisschen ablenken von den... Doch etwas dürftigen Leistungen in dieser. Es ist die Enttäuschung dann, wenn man so die Spiele dann verliert und manchmal auch die Chancen dann nicht reinmacht. Aber ich glaube, das größte Problem ist der Anfang gewesen mit diesen 5 verlorenen Spielen. Das hatte ja Schalke vor 2 Jahren auch schon mal. Das holst du einfach nicht mehr auf und das hat auch zu. Ja, aber es hat ja auch schon seine Gründe gehabt. Warum verlierst du denn 5 Spiele? Ja, das ist die Frage. Ne? Man hat ja versucht, mit 9 Leuten auf verschiedenen Positionen, hinten mit Sané, Mittelfeld mit Rudi. Vorne kamen auch neue Spieler, Ut, und da haben alle gesagt, ja, super. Ne? Hat aber nicht funktioniert, vor allen Dingen nicht mit der neuen Innenverteidigung, ob Dreier- oder Viererkette mit Sané und mit Naldo, sodass Naldo jetzt auch in der Winterpause wechselte. Also da sind viele Probleme und die verletzten Spieler. Jetzt Berlin, Heribert Weyer in Berlin hat das Spiel gesehen, 3 Spieler schwer verletzt.
Und das noch hinzu zu den vielen Verletzten. Und das kann Schalke im Moment nicht auffangen. Und deswegen habe ich Sorgen vor den internationalen Begegnungen, aber auch schon jetzt im Pokal gegen Düsseldorf. Also die Dreifachbelastung mit dezimiertem Kader wird wahnsinnig schwer. Würdest du sagen, das war gestern eine gute Leistung von Schalke? Nein, aber sie haben bis zur roten Karte, war es ein 0-0, wo wir gesagt haben, kein schönes Spiel, aber Gladbach war jetzt auch nicht besser. Aber als Vizemeister kann ich ja nicht zufrieden sein mit 0-0. Ja, und wir haben jetzt aber, Schalke hat gegen den Zweiten dann gespielt oder gegen den Dritten. Von daher, so wie die Begegnung lief, waren beide damit auch zufrieden. Also, wir diskutieren gleich nochmal in Ruhe weiter. Was sind die Gründe dafür, dass bei Schalke momentan überhaupt nicht läuft? Verletzte hast du angesprochen, aber dann wurden ja auch der ein oder andere Leistungsträger mal so ein bisschen, ich sag mal, abgesägt, könnte man an der Stelle sagen. So, jetzt haben Sie nochmal die Chance, bei uns was zu gewinnen, das iPhone X und 3000 Euro. Und dann geht's gleich weiter mit Schalke und mit Borussia Mönchengladbach. Hi von Adel und Bent, live aus dem Hilton Hotel am Münchner Flughafen beim Check24. Doppelpass haben eben Schalke angefangen, haben gesagt, ja, sie wirken so ein bisschen wie eine graue Maus, Jochen. Ist der Kader nicht optimal zusammengestellt? Wenn man 27 Punkte hinter Dortmund liegt, dann scheint der Kader nicht so richtig gut zu sein. Und Tatsache ist ja, dass der Herr Tönnies, der Aufsichtsratsvorsitzende, auch schon gesagt hat, er möchte gerne einen Berater für den Manager haben. Das ist ja einige Wochen her. Es soll ja jetzt dem nächsten Gespräch geben zwischen dem Christian Heidel und dem Kollegen Bold, der noch in Leverkusen arbeitet. Möglicherweise kommen die dann zusammen. Ich weiß es nicht, ob das am Ende dann was wird. Aber Tatsache ist, dass Christian Heidels Transferpolitik natürlich nicht sehr glücklich ist. Er hat viele Spieler geholt im zweistelligen Millionenbereich, von Embolo bis Rudi. Die sind alle nicht durchgestartet, keine Rakete hat gezündet und von daher ist das schon sehr überschaubar, was er da in den 3 Jahren, in denen er jetzt da ist, da geleistet hat. Zweimal wird er wahrscheinlich den Europacup verpassen, also jetzt zum zweiten Mal in 3 Jahren mäßige Bilanz. Vergleich, vorher war Horst Helter, hat eine positive Transferbilanz, unter ihm immer in den Europacup gekommen, mehrfach in die Champions League, der ist dann vom Hof gejagt worden. Dann hat man Christian Heidel geholt. Also verbessert hat Schalke sich nicht. Mhm. Pokal sind sie natürlich noch. Ja. Champions League auch noch. Ne? Robert? Ja, und also Thema vom Hof jagen. Mhm. Klang vorhin schon mal an, dass der Naldo, der vergangenes Jahr die Figur war in dieser Mannschaft, für meine Begriffe. Jetzt fing mal mit Höwedes an, das ist schon ein bisschen länger her. Ne? Ja, dann hat man gesagt, okay, also Tradition und... Jetzt kam Naldo und jetzt kam dann noch Fährmann sozusagen. Jetzt kommt noch Fährmann, ja. Ja? Ja, warum, was steckt dahinter? Ja, ich weiß nicht, ob da eine Strategie hintersteckt, jetzt den Verein zu rauszunehmen aus diesem Traditionellen oder so. Glaube ich nicht mal. Aber ich verstehen kann ich es nicht. Ich kann nicht verstehen, dass man eine Figur demontiert, die für die Bindung zum Publikum unheimlich wichtig war und die für Erfolge ja gesorgt hat vergangenes Jahr. Die haben ja vergangenes Jahr jetzt nicht unbedingt viel besser gespielt, als sie es jetzt tun. Aber die haben viel geschlossener gespielt. Die Frage ist ja auch, haben sie adäquaten Ersatz dafür dann? Ne? Ich meine, dann kannst du es machen, Michael, oder? Siehst du das bei Schalke? Ja, Roma jetzt geholt und der saß auf der Bank, glaube ich auch. Ne? Ja. Er hat jetzt auch nicht so in den letzten Jahren auf sich aufmerksam gemacht, dass wenn er jetzt unmittelbar diese Verstärkung wäre. Aber nochmal zurückzukommen auf die Aushängeschilder, klar, wie Höwedes, Naldo, Fährmann, das sind ja schon Spieler, die weit über ihre sportlichen Leistungen mit dem Verein verbunden sind, auch mit der Fankultur verbunden sind und repräsentieren. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiges Thema, gerade im Ruhrgebiet, auch bei solchen Vereinen wie Dortmund und Schalke, wo die Leute auch unheimlichen Wert drauf legen, was sie auch immer wieder betonen, dass diese Spieler, und die sollen das leben. Und im Umkehrschluss erwarten sie natürlich auch eine gewisse, nicht Dankbarkeit, aber du musst mit diesen Spielern auch das gewisse Händchen haben, um mit denen umzugehen. Und das ist eben nicht passiert in Schalke, sondern da ist eine Tendenz da, die so ein bisschen jetzt auch in größeren Abständen, aber gerade diese Schlüsselspieler so ein bisschen abzuschieben oder gehen zu lassen, wie man das auch immer kommuniziert. Und das fruchtet nicht. Im Gegenteil, das führt zu Unruhe sicherlich auch in der Mannschaft. Da fehlen einfach Typen, die auch repräsentativ sich in solchen Situationen jetzt entgegenstellen. Der Trainer redet meistens, aber mir fällt jetzt kein Schalker Spieler ein, der auch, wo ich sage, er ist dort immer wieder da und auch präsent und wehrt sich mal richtig, sondern
Der Trainer ist da mehr oder weniger ein bisschen alleine, auf sich alleine gestellt. Der Manager wird angeschossen. Also im Moment, vielleicht muss Clemens Tönnies wieder mal. Wer spielt denn die Hauptrolle? Wer spielt denn die Hauptrolle da? Was dies angeht, der Trainer, der Manager? Natürlich die Protagonisten, klar, die Verantwortlichen. Ich möchte aber noch mal auf die Einkäufe kommen, denn Christian Heidel hat ja mit den Einkäufen auch ein bisschen Pech gehabt, mit Embolo, der sich jetzt zweimal wahnsinnig schwer verletzt hat. Der war einmal ein Jahr raus und jetzt ist er schon wieder, müsste wahrscheinlich ein halbes Jahr raus. Wie soll der Leistung bringen? Und wurde gerade besser, auf einmal auch eine Verletzung. Also da sind auch schon ein paar Unbekannte, sicherlich zurückgehend, was Hövedes betrifft. Ich habe Michael vorhin auch gesagt, ist jetzt ein bisschen länger zurück. Aber der war in einem körperlich wirklich schlechten Zustand. Der ist ja nach Juventus dann auch gegangen, kam da auch nicht zurecht. Also der hätte ein halbes Jahr gebraucht. Im Nachhinein ist man sicherlich schlauer und sagt, Mensch, hätte man das irgendwie drehen können, Identifikationspersönlichkeiten zu halten, auch wenn sie dann nicht spielen, damit der noch mal im halben Jahr noch mal angreifen kann. Ich brauche doch für so einen Spieler braucht doch kein halbes Jahr, um fit zu werden. Aber der hat das gebraucht dann auch, um in Moskau dann wieder spielen zu können. Ja, aber es geht auch, wie gesagt, um die Außendarstellung, die Einbindung in den Verein, mit solchen langfristig verdienten Spielern eben umzugehen. Und wenn ich dann, jeder Spieler hat kurzfristig auch mal, ist nicht in der Form oder hat Fitnessprobleme oder ist verletzt. Und genau in solchen Momenten ist die Führung eben gefordert, und das richtige Fingerspitzengefühl zu beweisen. Und wenn man diese Erfahrung schon mal gemacht hat und jetzt wieder mit Naldo. Ja, genau. Und wer muss das auf Schalke machen? Auch wenn sie sportlich manchmal rechtfertigen sind. Aber man kann sie anders vermitteln. Wer muss das machen aus deiner Sicht? Auf Schalke? Der Trainer, der Manager, Clemens Tönnies. Die Verantwortlichen, alle zusammen. Alle zusammen. Das ist eine Kombination aus allem. Die reden ja jeden Tag miteinander. Heidel betont das ja auch. Die sind in sehr engen Austausch. Und natürlich werden solche Entscheidungen auch kommuniziert und schlussendlich zusammengetroffen. Das geht beim Trainer los, über die sportliche Leitung bis hin zur Führungsetage. Ganz klar, weil das sind natürlich auch finanzielle Entscheidungen, die da hinten dran hängen. Olaf, du musst erst mal zahlen. Ich habe es schon gehört. Im Nachhinein ist man immer schlauer, hast du gesagt. Du bist mit Clemens. Ja, es geht hier nicht unter. Du kennst Clemens ja sehr gut. Ja, klar. Wir kommen aus der gleichen Region. Wir wohnen. Wann reißt ihm der Geduldsfaden? Er ist ja sehr geduldig, ne? Ja, ich treffe Clemens also häufig, auch privat. Und er hat nach wie vor, durch meine Wahrnehmung, ganz großes Vertrauen zu den dort handelnden Personen. Mhm. Es gibt nicht den Ansatz eines Zweifels. Er ist enttäuscht über die Ergebnisse. Aber ich glaube, er hält sich sowieso operativ weitestgehend zurück. Er vertraut eben Heidel und Tedesco. Und das Vertrauen ist nach meiner Wahrnehmung nicht erschüttert. Mhm. Clemens ist ja nicht der Typ, der jetzt zum Hörer greift und dem Tedesco sagt, warum spielt der nicht? Das ist nicht so seine Art. Er ist der Repräsentant. Und er hält die Fäden dort in diesem Verein stark in der Hand. Das ist auch anerkannt. Aber dass er jetzt sportspezifisch dort Heidel und Tedesco zur Seite steht, das ist auszuschließen. Das macht er nicht. Aber er hat ja vor Weihnachten mal laut nachgedacht darüber, dass Christian Heidel Hilfe. Aber es war dann auch so, dass man das Dortmunder Modell mit dem von außen kommenden Kehl und Matthias Sammer, dass man das angesprochen hat. Und dann hat Clemens einfach nur als Aufsichtsratsvorsitzender, wird er das ja auch mal dürfen, zu sagen, vielleicht tut uns so etwas auch gut. Ich sehe da überhaupt gar keinen Angriff auf die Persönlichkeit von Christian Heidel. Wobei es ging da mehr in die Richtung Kaderplanung. Ja. Und wenn ich da mal was sagen zu darf, ist die vorhandenen Leute bei Schalke, die Kaderplanung ja auch mit Christian Heidel machen, Axel Schuster, seine rechte Hand. Wir haben Peter Knebel, der die Knappenschmiede leitet, der geholt wurde. Wir haben Gerald Asamoah, U23-Manager. Wir haben schon große Kompetenz. Und im Aufsichtsrat mit Clemens Tönnies, Huub Stevens. Also ich finde, das ist schon also viel, wo man sich bedienen kann. Und ich glaube, man Udo, muss. Wenn dem, du sagst, das stimmt mit dem Personal. Ja, ich will nur sagen, man muss dem Christian Heidel einfach auch die Möglichkeit geben, sich zu bedienen, wenn Bedarf ist. Und wenn er mit mir sprechen will, dann kann der das machen. Und wir haben viele Größen, ja, ehemalige Schalke-Spieler, ob es Klaus Fischer, die Eurofighter sind, Büskens, Anderbrügge und.
Ruft er dich denn mal an? Natürlich ist der Austausch da, auch mit den Repräsentanten bei Schalke sind einige Treffen auch mit dem Trainer da gewesen. Das wird schon gemacht, aber das wird natürlich nicht nach außen posaunt. Und letztendlich muss der Christian Heidel entscheiden, wie er das Ganze, mit wem er spricht und ob er jetzt einen Externen holt oder nicht. Das ist seine Entscheidung. Aber da steht er in der Verantwortung. Und es ist halt so, dass alle Transfers, die er abgewickelt hat, Spieler zu Schalke geholt hat, jedes Mal, wenn die im zweistelligen Millionenbereich gekostet haben, dann sind die halt nicht durchgestartet. Ja, ja, aber da der Sané nicht zum Beispiel da, ja, da ist doch nicht nur, ein wirklich da sehr nur, guter Mann. Da geht es nicht nur um Embolo, der verletzt ist. Ne? Ja, gut, wenn der in Hannover verletzt ist, das kann ja kein Maßstab für Schalke 04 sein. Nein. Wenn man als Vizemeister ja eigentlich eine gute Rolle wieder in der Bundesliga spielen wollte. Ja, ja, ich wollte nur auf die drei Einkäufe, die ich vorhin auch genannt hatte, in den Mannschaftsteilen, ne? Mit Ut, mit Rudi und mit Sané. Also Sané, muss man wirklich sagen, der macht seine Sache sehr gut, vor allen Dingen in der Hinserie. Jetzt ist er auch ein bisschen am Wackeln gewesen. Aber die Spieler haben natürlich nicht alle gezündet, aber auch aus bekannten Gründen, weil sie auch verletzt waren. Ne? Ja, aber Rudi beispielsweise auch gestern wieder, der läuft halt mit, der ist ein Mitläufer auf Schalke und der hat halt sehr viel Geld gekostet und da erwarte ich einfach mehr Leistung, wenn ich einen Spieler für so viel Geld kaufe. So, und dieser Kritik muss ich halt Christian Heidel stellen und, weil auf der anderen Seite, er hat ja auch gute Transfers gemacht, ja, also ein Burgstaller, sind jetzt auch zum Teil verletzte Spieler, Burgstaller für kleines Geld geholt, Caligiuri für relativ kleines Geld geholt. So. Wenn man böse ist, könnte man sagen, kann nur billig. Aber Tatsache ist, dass er auch sehr gute Transfers gemacht hat. Und jetzt muss man halt sehen, wie sich das entwickelt. Er selbst, wie gesagt, hat ja am Anfang diese Hilfe, die Clemens Tönnies mal ins Gespräch gebracht hat, erst abgelehnt. Jetzt führt er selbst Gespräche mit dem Herrn Bold aus Leverkusen. Mal gucken, wie sich das entwickelt und was sich daraus ergibt. Also was mir auffällt bei den Schalkern ist wirklich als Außenstehender, du hattest einen Hövedes gehabt, der mit Sicherheit eine große Figur war. Er war Kapitän, war mit Sicherheit auch für eine Hierarchie verantwortlich auf Schalke. Den hast du rasiert oder geopfert. Dann ernennst du Fährmann zum Kapitän. Ja, du bist der Mann, schenkst ihm das Vertrauen. Für mich ist ein Kapitän immer in einer Position fast der Unantastbarkeit, rein sportlich gesehen. Den opferst du auch. Also ich glaube, dass Schalker oder die Schalker, jetzt mal vom Spielerischen her weg, dass sie auch ein Problem haben eben in der Hierarchie. Aber ich glaube, das ist nicht mehr so gibt wie es früher. Nicht. Du dass holst der Kapitän, Rudi ist ein Mitläufer. Also aber dass der Kapitän auch gleichzeitig immer gesetzt ist. Gut funktioniert auch noch nicht so. Ne? Das ist, ja genau, und das ist doch der Wunsch jedes Trainers und Managers, solche Leute zu haben, die dann aber auch die Leistung bringen. Und bei Nübel ist das ja schon so, dass viele immer schon gesagt hatten, oh, der könnte ja auch die Nummer 1 sein. Und dann, aber Fährmann hat keine Fehler gemacht, der hat super gehalten, zweiter Platz im letzten Jahr. Und dass der Trainer diese Entscheidung getroffen hat, ich glaube, die ist ihm sehr schwer gefallen. Nein, man muss ja abwägen, ne? was du auch richtig gesagt hast. Aber er hat sie getroffen. Er hat sie getroffen. Er hat sie getroffen und es war sein Kapitän, den hat er, ich weiß nicht, ob er bestimmt wurde von ihm. Ich glaube ja. Ich glaube vom Trainer. Ja. Dann ist das natürlich eine heikle Situation, wo man natürlich dann anfängt, warte mal, der einen hat er weg, jetzt kommt der nächste. Meinst du, da ist irgendwas vorgefallen? Vielleicht? Nee, das weiß ich nicht. Das müsste Olaf beantworten. Keine Ahnung. Hat es ja auch schon mal gegeben. Das ist wohl Leistung. Ne, es gibt sportliche Entscheidungen, wie ich es schon versucht habe, mal anzudeuten. Es gibt sicherlich sportlich vielleicht auch begründet für einen Trainer, aber die Hierarchie in der Mannschaft, ja, die entwickelt sich ja nicht von heute auf morgen, sondern das sind Aushängeschilder über viele, viele Jahre gewesen. Und wenn ich die angreife, greife ich das ganze Gebilde in der Mannschaft an. Oder ich gebe zumindest Tendenzen vor, der Trainer, wie, was für Spielertypen ich möchte, wie die Mannschaft aufgestellt ist, wie sie mir folgen, was ich vorgebe. Und das sind so kleine Bausteine, wenn die peu à peu, diese drei Spieler, die wir genannt haben, aber dann wegbrechen. Der Manager und der Trainer von Schalke, die haben doch klar Positionen bezogen zu diesen Aktivitäten. Also das kann man dann auch nicht machen. Also erklärt haben sie schon, vor der Saison, ob es war, ob es Fährmann war oder ob es Naldo war. Ja, aber ob es nachvollziehbar ist, ist nochmal eine andere Geschichte. Gut, dann, eins muss auch, Jochen, ich würde dich auch mal bitten, vor der Saison macht ja auch Sportbild völlig zu Recht, bewertet die Einkaufspolitik der Vereine. Und Schalke hatte eigentlich schlüssig Spieler hinzugeholt. Ja, ob Sané oder ob Uth. Es gab also doch sehr viele Argumente für die Zusammenstellung dieser Mannschaft. Heute, im Nachhinein, muss man feststellen, es ist nicht gelungen. Ich habe die Schalker Mannschaft sehe ich oft und so. Es ist insgesamt gesehen nicht gelungen. Und es steht eine Herkulesaufgabe für Tedesco und für Heidel, vor ihnen, um die Ziele international zu spielen, also Platz 1 bis 6 zu belegen.
und die, das Gesamtensemble dieser Mannschaft zu sehen, ist eine Herkulesaufgabe, um dort eine Steigerung zu erwarten. Diese Mannschaft, wie sie sich im Augenblick darstellt, repräsentiert höchstens Bundesliga-Durchschnitt. Das ist ein hartes Wort, aber es ist mein Eindruck. Mhm. Und das ist schwer, daraus zu kommen. Jochen darf sofort antworten oder wer auch immer gerne. Mhm. Ob sie das noch schaffen, internationale Plätze. Wir machen noch mal einen Spot, dann sind wir wieder da. So, jetzt gehen wir noch mal ins Spiel. Schalke war dann in Unterzahl. Olaf, wir schauen mal auf die Führung für Borussia Mönchengladbach. Stefan, sag was. Erklär uns die Szene. Ja, du heißt auch Stefan, oder? Nein, die Gladbacher, das machen sie gut. Also, jetzt kommt Kramer am Ball, dem bleibt gar nichts anderes übrig, als mit links abzuziehen. Verzweiflungsschuss, oder was wolltest du sagen? Ich weiß nicht, ob er ihn so annehmen wollte, aber ja, es war einfach perfekt. Wird er noch leicht abgefälscht, also unhaltbar. Ich muss sagen, beim Kramer, aber hier die Aktion, muss ich sagen, einwandfrei, sitzt noch auf der Bank, ist aber immer voll dabei. Ja, er will den Ball haben und jetzt wird er leicht abgefälscht. Aber er ist mit seiner Rolle einverstanden. Ja? Also hätte vielleicht auch den Anspruch, eben in der Stammelf zu sein, aber ordnet sich da unter. Und die Gladbacher, muss ich immer sagen, wir haben jetzt viel über Schalke gesprochen, die spielen eine richtig geile Saison, stehen völlig verdient da oben. Und ich glaube, ich will nicht sagen, dass sie deutscher Meister werden, aber sie sind international nicht dabei, sie sind im DFB-Pokal nicht dabei. Also das ist schon ein leichter Vorteil für Gladbach, eben nicht diese Mehrbelastung und diese entscheidenden Wochen, die jetzt kommen, zu haben. Auch da ist der Abstand 7 Punkte. Wir reden immer von Bayern München. Schaffen sie es noch? Ja, genau, wir vernachlässigen sie. Und die Gladbacher haben die Dortmunder noch zu Hause und Bayern noch zu Hause. Also, und sie spielen ihre Spiele auch nicht spektakulär runter. Also auf Schalke nicht. Letzte Woche war ich in Gladbach gegen Augsburg. Aber sie gewinnen sie. Und das ist auch so ein Punkt. Auch späte Tore. Was ja, so, das sind so Arbeitssiege, die du aber, muss ich jetzt wieder bezahlen. Vertrauen in die eigene Stärke. Stimmt. Ja, und sie haben es auch geschafft, dann nach der roten Karte haben die Schalke nicht mehr an den Ball kommen lassen. Ja. Ja, also das ist auch eine Kunst einer großen Mannschaft, dann auch den Gegner auszuspielen und dann noch die Tore zu machen. Okay. Also war super gemacht. Ja. War nur eine Frage der Zeit, sagst du, oder? Das 2-0 war natürlich auch ein bisschen glücklich. Waren beide Tore ein bisschen glücklich. Aber es hat sich angedeutet. Aber ist ja egal. Schalke kam hinten nicht mehr raus. Gladbach wird das völlig schnurz sein. Wir schauen noch auf das 2-0. Das war so eine Phase. Da haben die, glaube ich, 3 Minuten lang den Ball gehabt, bevor das Tor fiel. Ja, sie sind ja sehr geduldig natürlich. Ja, sehr gut. Ne? Muss man sagen. Und dann hier, natürlich, ist dann mal Raum da. Auch Glück, ne? Jawohl, der Pass war trotzdem natürlich. Pass war gut. Muss er nach außen spielen? Eigentlich nicht. Ne? Das ist ja alles wurscht, gut, aber sie wollten das zweite machen. Ja. Ja, ich meine, wenn du 1-0 führst, du bist in Überzahl, dann sagst du, komm, wir versuchen das 1-0 zu verteidigen irgendwie oder spielen, versuchen es einfach runterzuspielen. Sie haben immer versucht, doch den Ball in die Spitze zu bringen. Ja. Und auch das spielt, spricht für Gladbach. Die, wirklich, wir reden hier immer über Dortmund, klar, super Fußball und Bayern München, aber wir vergessen ein Stück weit Borussia Mönchengladbach bei der ganzen Geschichte. Das war der zweite Auswärtssieg in der Rückrunde. Ja, von 3 Spielen 2 Auswärtssiege. Ja. In der Hinrunde haben sie eigentlich nur zu Hause gepunktet. Gewonnen. Jetzt werden sie auch noch in München, okay. Aber das war der Unterschied. Im letzten Jahr hat Schalke 04 mit 10 Mann auch dann noch richtig Attacke gemacht und hat dann noch spät die Tore gemacht. Das ist auch der Unterschied. Aber liegt das in der Situation im Moment? Ja, natürlich. Die vielen Verletzten und natürlich der Rucksack hinten drauf, wenn man so viel Ballast hat an schlechten Spielen auch. Und deswegen hoffe ich am Mittwoch DFB-Pokal gegen Düsseldorf, dass sie sich da auch. Das ist auch kein einfaches Spiel, du, ne? Für die nächsten schweren Spiele, weil dann ist München, dann kommt durch Freiburg und dann kommen die Champions League-Spiele gegen Manchester. Ne? Und ich glaube, da ist eine der besten Mannschaften in Europa Gegner. Das wird nicht einfach. Deswegen, das Pokalspiel ist vielleicht eine Trendwende, um da so ein bisschen Selbstvertrauen zu tanken. Da sehen wir nochmal das Programm, was du angesprochen hast. Ja. Ja. Wird nicht einfach, ne? Sag mal vorsichtig, oder Stefan? Ja, ist alles machbar. Alles machbar? Wolltest du nicht sagen? Alles? Na, ich glaube, das schwierigste Spiel ist wirklich das im Pokal gegen Düsseldorf. Ja, das eigentlich wolltest du sagen, da Fußball kommt ein Gegner, möglich, der jetzt auch gegen Hoffenheim richtig gut gespielt hat und das, die sind frech, die haben eine breite Brust, die Schalker stehen mit dem Rücken zur Wand. Ich glaube, wenn du da nicht direkt mal einen machst, dann wird vielleicht auch das Publikum, wie war das Publikum beim letzten Spiel gegen Gladbach, waren sie da? Weil das die ist ja auch da. Immer so eine waren, Frage. Die waren Schalke da bis zur 75. so ungefähr, ne? Aber dann kam von Schalke nichts mehr. Ja. Wie war es denn gestern? Ja. Publikum stand wie eine Eins dahinter. Gut, einige haben das vielleicht eine andere Wahrnehmung gehabt, aber das war mein Empfinden und
an dem Publikum liegt es ja nie auf Schalke. Ne? Und absolut. Ja, deswegen hoffe ich, dass sie jetzt auch fighten und dass sie richtig mal lochen. Und vielleicht auch, wir haben ja auch vorhin Rudi angesprochen. Ne? Ich finde auch Rudi, Bentaleb, für mich sollten eher weiter vorn spielen und auch McKennie, ein Fighter im Mittelfeld, der sollte dann die Zweikämpfe bestreiten, die der Rudi wohl nicht so gut kann. Ne? Aber das muss der Trainer entscheiden. Und ich vertraue den handelnden Personen, dass sie die Kurve noch kriegen. Olaf, wir werden das weiter verfolgen. Da bin ich ganz, ganz sicher. Wir müssen noch bei Gladbach gleich reden. Haben Sie wirklich das Zeug, noch mal ganz vorne anzugreifen? Also noch einen Platz höher. Jetzt meldet sich erstmal Jochen Stutzki nach. Uns kommt nämlich Pur Landstein und der verrät Ihnen jetzt schon mal, was er alles vorhat. Mario von Adel und Bent, live aus dem Hilton-Hotel am Münchner Flughafen. Wir sind mal zurück beim Check24-Doppelpass. Ich bin direkt rüber zu Ruth. Da geht es um, wie soll ich sagen, vielleicht den besten Torwart im Moment. Ja, was die Zu-Null-Spiele anbetrifft. Und da sind wir dann auch gleich wieder bei den Gladbachern und bei Jan Sommer. Denn der hat in dieser Saison bislang die meisten Zu-Null-Spiele absolviert. Nur 18 Gegentore insgesamt gefangen. Da liegt er gleich auf mit Leipzig und Dortmund. Aber eben 10 weiße Westen. Das ist herausragend. Wir wollten ein paar Paraden zeigen vom Spiel gegen Schalke. Es gab aber nur eine, weil er nur einmal gefordert war. Haben wir die vielleicht da? Machen wir gleich so hinten rein. Und ansonsten gab es im Januar 6 weiße Westen. Das bedeutet pro zu null Spiel 50 Euro. Gibt 300 Euro ins Phrasenschwein von Schöner Wohnen Polarweiß. Und nachdem sich jetzt die Gladbacher eben mit diesen 3 Rückrundensiegen zu null wohlgemerkt an den Bayern vorbeigeschoben haben, wollen wir mal hören, was der Trainer Dieter Hecking dazu sagt. Die Tabelle interessiert uns ja nicht immer nur nach dem 34. Spieltag, sondern auch manchmal zwischendurch. Da haben sie jetzt die Bayern wieder überholt, weil sie wahrscheinlich das Torverhältnis interessiert, im Gegensatz zu einigen anderen aus München. Gutes Gefühl? Ja, wenn ich jetzt sagen würde, Scheißgefühl wäre auch nicht richtig. Ja. Also nein, natürlich gutes Gefühl, ja, dass wir so bärenstark nach 20 Spieltagen dastehen mit 42 Punkten jetzt. Das ist überragend, da gibt es gar kein anderes Wort für. Und wir wissen aber auch, wie viel Detailarbeit, wie viel Arbeit dahinter steckt von der Mannschaft, wie sie mit dieser Situation umgeht, b von meinem Staff, der das natürlich auch in der täglichen Arbeit mit unterstützt und dann mein ganz enges, kleines Trainerteam, wo wirklich so akribisch im Moment gearbeitet wird, wie ich selten erleben durfte. Natürlich alle beflügelt von dem Erfolg. Ja, Stefan, Dieter Hecking logischerweise happy. Wir haben eben mal gesagt, Sie haben ja noch die Spiele noch zu Hause gegen die Bayern und auch gegen Dortmund. Traust du Ihnen noch zu, da richtig mitzumischen? Ja, warum nicht? Also auch Gladbach hat nur 7 Punkte Rückstand auf die Dortmunder. Haben beide noch zu Hause, du hast es gerade gesagt. Sie haben das System umgestellt, sind ja auf das System 4-1-2-3. Was total greift. Player war ja immer so ein Fragezeichen, der Neueinkauf. Wird das funktionieren? Braucht er mehr? Was jetzt? Nix. Braucht er mehr Zeit? Und auch das, es funktioniert alles. Und sie haben ein ruhiges Umfeld. Also durchaus hat Gladbach die Chance, deutscher Meister zu werden. Warum nicht? Genau, ich fasse zusammen. Stefan Effenberg sagt, Borussia Mönchengladbach wird deutscher Meister. Das habe ich nicht gesagt. Hast du auch so verstanden, oder? Schau. Das hast du behauptet. Sie haben die Chance, nicht wird. Ist ein großer Unterschied. Behaupten ist heute das Stichwort. Videobehauptung. Das Videobehauptung erwähnt werden. Ich habe viel gelernt heute. Wir sind durch in der großen Runde. Schön, dass noch alle gekommen seid. Dass ihr hoffentlich gleich auch zurückkommt. Ruth hat noch Geld, ja? Genau. Oh. Ja, einmal das noch schnell, nicht wir haben noch Spenden, bitte. Das wollen wir nicht vergessen, vom SV 93 Nipas und vom CPS, von der CPS-Crew für Spendencheck 24 verdoppelt wie immer. Und der Hinweis für Sie, liebe Zuschauer, den Doppelpass gibt es auf sport1.de nochmal anzugucken, falls Sie noch nicht genug davon haben. So, jetzt sind wir am Schluss. Danke, Ruth, danke, Hajo von Heinemann. Michael, herzlichen Dank, Olaf, Stefan, Jochen, Herbert, Robert und Stefan, auch an dich. Schönen Sonntag. Nächste Woche übrigens Jörg Schmadtke, der Markus Diestol, Hamid Altintop. Also, auch wieder alles für Sie aufgeboten. Jetzt geht's weiter mit Pur Landstein, mit Jochen Stutzki. Viel Spaß dabei. Und ich hoffe, dass wir alle gut nach Hause kommen. Ne? Vor allen Dingen gesund. Danke. Tschüss.